Herzlich willkommen bei der Veranstaltung 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention, Menschenrechtsschutz in Deutschland und Europa. Mein Name ist Claudia Kornmeier. Ich werde Sie heute Vormittag durch die Veranstaltung führen und auch durch die erste Podiumsdiskussion. Heute Nachmittag übernimmt dann meine Kollegin Helene Bobrowski. Bevor wir beginnen, habe ich noch ein paar technische Hinweise für Sie. Zum einen finden Sie rechts unten auf der Seite eine Sprachauswahl. Da können Sie wählen zwischen Deutsch und Englisch und Floor. Dahinter verbirgt sich dann die Originalsprache. Also je nachdem, welche Sprache hier bei uns gesprochen wird, die können Sie dann an dieser Stelle hören. Oder eben Deutsch, Englisch. Und genau. Und dann haben all die, die sich angemeldet haben und ein Token bekommen haben, auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie sehen rechts auf der Seite so ein Fragenfeld. Da können Sie Ihre Fragen reinschreiben, wenn Sie möchten, auch sehr gerne mit Ihrem Namen und Ihrer Funktion oder an wen Sie die Frage richten wollen während der Diskussionsrunde. Das können Sie alles dort gerne mit eingeben. Dann ein letzter Hinweis noch, die Veranstaltung wird öffentlich gestreamt und dann auch im Anschluss online verfügbar sein. Am 4. November 1950, also vor jetzt 70 Jahren, wurde die Europäische Menschenrechtskonvention in Europa unterzeichnet. 3 Jahre später wurde sie dann in 10 Staaten oder war sie dann in 10 Staaten ratifiziert und konnte in Kraft treten, auch hier bei uns in Deutschland. Heute gilt sie in 47 Ländern, das sind die Mitgliedstaaten des Europarates. Dazu zählen zum einen die Mitgliedsländer der Europäischen Union, aber auch Länder wie Russland, die Türkei, Armenien und Aserbaidschan. Die Menschenrechtskonvention ist eine Antwort auf die systematischen Menschenrechtsverletzungen während des Zweiten Weltkriegs und sie wurde über die Jahre auch immer wieder ergänzt. Zum Beispiel kam später hinzu die Abschaffung der Todesstrafe, die Eigentumsgarantie und auch das Recht auf freie Wahlen. Wir werden heute 2 Podiumsdiskussionen hier haben mit Gästen aus ganz Europa. Heute Vormittag wollen wir den Blick auf Deutschland richten. Wie hilft die Europäische Menschenrechtskonvention uns dort, den Menschenrechtsschutz durchzusetzen, die Menschenrechte zu schützen? Heute Nachmittag werfen wir dann einen Blick auf Europa. Und damit darf ich auch schon zu unserer ersten Rede, einer Rede von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, übergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Anlass für unsere Konferenz ist ebenso glücklich wie bedeutend, der 70. Geburtstag der Europäischen Menschenrechtskonvention. Am 4. November 1950 fand im Palazzo Barberini in Rom das Ereignis statt, das wir heute feiern. Die Unterzeichnung der EMRK durch die Gründungsmitglieder des Europarats. Es war ein Zeichen der Hoffnung für den kriegsversehrten Kontinent. In den vergangenen 70 Jahren hat die Europäische Menschenrechtskonvention große Verdienste erworben. Den Grundrechtsschutz in Europa hat die Konvention gestärkt, auch in der deutschen Rechtsordnung. Im Grundgesetz sind die Grundrechte fest verankert. Sie sind die Richtschnur allen staatlichen Handelns. Sie binden Verwaltung, Rechtsprechung und auch den Gesetzgeber als unmittelbar geltendes Recht. Jedermann kann für dessen Durchsetzung das Bundesverfassungsgericht anrufen. Vermutlich liegt es an diesen Umständen, dass sich Deutschland eher selten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erklären muss. Rund 15 bis 20 Beschwerden werden der Bundesregierung jedes Jahr zugestellt. Und in weniger als 200 Fällen hat der EGMR bislang eine Konventionsverletzung durch die deutsche Staatsgewalt festgestellt. Die Grundrechtskataloge der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Grundgesetzes ähneln einander. Die Meinungsfreiheit etwa, die Religionsfreiheit oder das unbedingte Folterverbot. Diese Grundrechte sind in beiden Dokumenten enthalten. Wie bedeutsam die Europäische Menschenrechtskonvention für die deutsche Rechtsentwicklung ist, das lässt sich aber an Verfahrenszahlen und an parallelen Grundrechtsgewährleistungen nur sehr unvollkommen ablesen. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben wichtige Änderungen bewirkt. Einige Stichworte will ich nennen: die Anerkennung des Erbrechts nichtehelicher Kinder, die Stärkung der Umgangsrechte biologischer Väter, das Recht der Sicherungsverwahrung. Die Europäische Menschenrechtskonvention hat unserem Recht kraftvolle Impulse gegeben. Die Grundrechte des Grundgesetzes sind im Lichte der EMRK auszulegen. Die Rechtsprechung des EGMR stiftet hier Orientierung.
Sie leitet unseren rechtspraktischen Umgang mit der Konvention an. Natürlich, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind für die Politik manchmal unbequem. Ihre Umsetzung bedeutet Mühe und Aufwand. Aber dieser Aufwand ist es wert. Der Gerichtshof ist ein Glücksfall für unsere Rechtsordnung, weil er einen Außenblick auf die Situation in Deutschland wirft, auf das deutsche Recht und darauf, wie es in der Praxis gelebt wird. Dieser Blick ist eine Bereicherung. Er erfasst Probleme, denen wir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben. Auf diese Weise leistet die Europäische Menschenrechtskonvention fortwährend einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Erneuerung. Ein Glücksfall ist die EMRK nicht nur für Deutschland, sondern für alle Mitgliedstaaten des Europarats. Und das heißt für beinahe den gesamten Kontinent. Denn mit der Konvention ist es gelungen, für ganz Europa einen einheitlichen menschenrechtlichen Standard zu schaffen. Die Konvention sorgt dafür, dass Europa auf einem gemeinsamen Wertefundament aufbaut, trotz aller gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Vielfalt. Diese Errungenschaft gilt es zu bewahren und zu verteidigen. Und deshalb müssen wir den Herausforderungen mutig und engagiert begegnen, vor denen der europäische Menschenrechtsschutz heute steht. Nicht hinnehmbar ist es, wenn Urteile des Straßburger Gerichts nicht umgesetzt werden oder nur verzögert oder nur teilweise. Und nicht hinnehmbar ist es auch, wenn Regierungen die Autorität des Europäischen Gerichtshofs und die Legitimität seiner Entscheidungen offen in Frage stellen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an den Straßburger Gerichtshof. Auf ihm liegen große Hoffnungen, gerade dort, wo die nationalen Rechtsschutzsysteme keinen Weg zur Problemlösung aufzeigen. Der EGMR soll die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten des Europarats gewährleisten. Er soll zwischenstaatliche Konflikte beilegen. Er soll sich dem menschengemachten Klimawandel entgegenstehen. Hinter diesen Erwartungen stehen schwierige politische und gesellschaftliche Probleme. Da wäre es verfehlt, alle Hoffnungen allein auf den Gerichtshof zu konzentrieren. Aber einen Beitrag kann er leisten. Damit der Gerichtshof dazu in der Lage ist, müssen wir uns kraftvoll zu ihm bekennen. Unseren Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats wollen wir dazu nutzen, die Konvention und den Gerichtshof zu stärken. Wir wollen auf die bessere Umsetzung seiner Urteile hinwirken. Wir setzen uns für den Beitritt der Europäischen Union zur Menschenrechtskonvention ein. Für den Menschenrechtsschutz in Europa wäre dies ein ganz wichtiges Signal. Und schließlich wollen wir es dem Gerichtshof leichter machen, mit Beschwerden der Staaten untereinander umzugehen. Die Anzahl solcher Staatenbeschwerden hat stark zugenommen. Sie binden die Aufmerksamkeit des Gerichtshofs in einem erheblichen Umfang. Hier suchen wir nach neuen Wegen. Ich freue mich, dass zu unserer Konferenz eine große Zahl an Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland virtuell zusammengefunden hat. Ihnen allen möchte ich meinen Dank aussprechen. Es ist großartig, dass Sie den heutigen Tag bereichern mit Ihrer Perspektive, Ihren Erfahrungen und Ihren Kenntnissen. Ich bin überzeugt, zur Stärke des europäischen Grundrechtsschutzes können wir alle beitragen. Die Mitgliedstaaten des Europarats und dessen Organe, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte selbst, Institutionen der Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger, die die Europäische Menschenrechtskonvention mobilisieren und damit zu ihrer fortdauernden Kraft beitragen. Lassen Sie uns also gemeinsam daran arbeiten, dass wir noch viele runde Geburtstage der Europäischen Menschenrechtskonvention feiern können. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Grußwort, dieses Mal von Dr. Bärbel Kofler. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Sambrecht, sehr geehrte Frau Professor Dr. Rudolph, sehr geehrte Frau Generalsekretärin Pejcinovic-Buric, sehr geehrtes und liebes Publikum im virtuellen Raum. Happy Birthday EMRK, das ist das Motto der heutigen Konferenz und ich gratuliere herzlich zu diesem Jubiläum. Vor 70 Jahren ist die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet worden, ein Meilenstein für den Menschenrechtsschutz in Deutschland und in Europa. Die EMRK ist inhaltlich eng an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte angelehnt, deren 70. Geburtstag wir vor 2 Jahren feiern konnten. 1948 verabschiedeten Frauen und Männer aus allen Teilen der Welt in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie hatten alle den Wunsch gemeinsam, dass die Welt von morgen, also unsere Welt von heute, eine ist,
der alle Menschen ihre Würde als Individuen geschützt werden. Dass alle Menschen, wie es im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt, frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, also aufgrund ihres Menschseins die gleichen Rechte besitzen, ohne Unterschied nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder anderen Kriterien. Darauf hat die Europäische Menschenrechtskonvention aufgebaut, aber, und das ist sehr wichtig, die EMRK geht über eine reine Absichtserklärung hinaus. Das zeigt sich vor allem darin, dass in der Konvention Klage- und Rechtsschutzinstrumente verankert sind und dass mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Instanz zur Durchsetzung der Rechte geschaffen wurde. Und genau darum geht es beim Thema Menschenrechte immer. Wie können wir zum einen dafür sorgen, dass diese universellen, unveräußerlichen und unteilbaren Rechte eingehalten werden? Und wie können zum anderen Betroffene von Menschenrechtsverletzungen Klagen erheben und ihr Recht bekommen? Diese beiden Punkte sind die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Rechte haben und Rechte vor unabhängigen Gerichten überprüfen lassen und einklagen können. Ich persönlich halte es für die größte Errungenschaft der letzten 70 Jahre, dass wir in Deutschland und in Europa die Prinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fest verankert haben. Dazu gehören Gewaltenteilungen in Legislative, Exekutive und Judikative. Das macht auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sehr deutlich. Menschenrechte sind ein untrennbarer Bestandteil von Demokratie und Rechtsstaat. Mit der EMRK und dem Gerichtshof wurde zum ersten Mal die Möglichkeit geschaffen, regional diese Rechte einzuklagen. Jeder einzelne Bürger kann den Gerichtshof anrufen, wenn er oder sie eine Menschenrechtsverletzung im jeweiligen Vertragsstaat sieht. Das ist einzigartig. Da setzt Deutschland in seinem Vorsitz des Ministerkomitees des Europarates an, den wir vor wenigen Wochen übernommen haben. Ministerin Lambrecht erwähnte bereits, eine der Prioritäten unseres Vorsitzes ist die Umsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Im vergangenen Jahr wurden fast 900 Urteile gesprochen. Das ist nur dann effektiv, wenn diese Urteile auch von allen betroffenen Ländern umgesetzt werden. Dazu haben sich alle Vertragsstaaten verpflichtet. Wir müssen nun sicherstellen, dass alle diese Verpflichtungen nachkommen. Denn die Europäische Menschenrechtskonvention ist nicht eine reine Absichtserklärung. Sie ist ein konkretes Instrument des Rechtsschutzes. Und die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit ist eine Grundvoraussetzung für Stabilität. Das ist nicht immer bequem oder einfach. Natürlich werden Urteile gefällt, die den Ländern nicht unbedingt gefallen. Eine weitere Priorität unseres Vorsitzes ist der Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Da mehr und mehr Bereiche auf EU-Ebene entschieden werden, vom Handel bis zum Schutz der Außengrenzen. Ein Beitritt der Europäischen Union würde auch ein starkes Zeichen setzen gegenüber Vertragsstaaten, in denen Urteile nicht ausreichend umgesetzt werden. Dass Menschenrechte auch und gerade in Krisenzeiten eine zentrale Rolle für uns genießen und dass dies auch Friedensauftrag und Priorität für uns ist. Unser Vorsitz im Europarat fällt in eine Zeit, in der Deutschland sich in einem noch nie dagewesenen Umfang in internationalen Institutionen engagiert und die Menschenrechte voranbringt. So sind wir aktuell im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, noch bis Ende des Jahres nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates und haben die Ratspräsidentschaft der EU inne. All das ist Teil eines praktischen, eines gelebten Multilateralismus. Unser Kampf für Menschenrechte in diesen Foren ist ein Kampf für Frieden in der Welt. In allen internationalen Foren stellen wir uns der Umdeutung von Menschenrechten entschieden entgegen, auch in der Europäischen Union. Im Menschenrechtsrat haben wir mit anderen Partnern an Statements bzw. Resolutionen zu verschiedenen Ländern gearbeitet. Im Sicherheitsrat haben wir uns für die Stärkung der Rolle von Frauen bei Friedensprozessen eingesetzt. Die Resolution Frauen, Frieden, Sicherheit feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Als EU-Ratspräsidentschaft haben wir jahrelang Verhandlungen abgeschlossen, wonach Exporte von Überwachungstechnologien wegen menschenrechtlicher Bedenken abgelehnt werden können. Und erst vor wenigen Tagen haben die EU-Außenminister unter deutschem Ratsvorsitz den Magnitsky Act für Europa beschlossen. Damit bekommt die Europäische Union ein weiteres Sanktionsregime, mit dem in Zukunft schwere Menschenrechtsverstöße weltweit geahndet werden können. Ein Jubiläum wie der 70. Geburtstag der EMRK ist daher immer Anlass zur Freude über bisher Erreichtes, gleichzeitig aber auch immer Anlass zu einer kritischen Bilanz.
Wenn wir auf die aktuelle Lage der Menschenrechte weltweit schauen, bereitet mir dies große Sorgen. Menschenrechtsverteidiger in aller Welt stehen unter Druck, nicht erst seit Corona. Aber die Krise hat den Trend in autokratischen Systemen verschärft. Wir sprechen seit langem von Shrinking Spaces, wobei dieser Begriff noch verharmlost, was wirklich vor Ort passiert. Es geht um Einschüchterungen, Diffamierungen, strafrechtliche Verfolgung von Gefangenen und Folter. Wir können Menschenrechtsverteidigern am besten helfen, wenn wir dies gemeinsam tun. Dabei ist die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern zentral. Zum Beispiel vergeben das Auswärtige Amt und das französische Außenministerium jedes Jahr den deutsch-französischen Menschenrechtspreis. Auch dieses Jahr werden wieder 15 beeindruckende Menschen für ihren Mut ausgezeichnet. Von einer Aktivistin für Transgenderrechte in Pakistan bis hin zu einer Verteidigerin der Rechte indigener Gruppen in Brasilien und einer Verfechterin der Rechte von Minderheiten in Europa. Zum Internationalen Tag der Menschenrechte morgen werden die Preisträgerinnen und Preisträger in ihren Ländern gewürdigt. Wir werden auch hier morgen in Berlin einen Preis stellvertretend überreichen können. Happy Birthday, EMRK. Was ich mir für die Zukunft wünsche, dass die Europäische Menschenrechtskonvention als Friedensprojekt auch in Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur Förderung von Menschenrechten auf unserem Kontinent und darüber hinaus leisten wird. Ein lebendiges Instrument, ist sie zwar 70 Jahre alt, aber so modern, dass sie auch zukünftig konkrete Antworten auf aktuelle Fragen geben kann. Und damit darf ich unseren ersten Gast hier im Studio begrüßen, Professor Dr. Beate Rudolph, Direktorin vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Sie werden nachher auch gleich mit auf dem ersten Podium sitzen. Aber zunächst Ihre Begrüßung, bitte. Herzlichen Dank, Frau Kornmeier. Sehr geehrte Teilnehmende, wie schön, dass Sie gemeinsam mit uns das 70. Jubiläum der Europäischen Menschenrechtskonvention feiern. Denn die EMRK ist heute so wichtig wie vor 70 Jahren. Für Deutschland genauso wie für ganz Europa. Damals, nach dem verheerenden Weltkrieg, sollte mit der Europäischen Menschenrechtskonvention das Fundament für Demokratie und Rechtsstaat in Europa gelegt werden. Deshalb war es auch ein wichtiges Zeichen, dass die Bundesrepublik von Anfang an in den Kreis der Vertragsstaaten aufgenommen wurde, obwohl Deutschland für den Krieg und für Völkermord verantwortlich war. Die EMRK macht deutlich, jede staatliche Machtausübung ist den Menschenrechten unterworfen. Und dafür sind die Staaten auch der Kontrolle eines internationalen Gerichts unterworfen, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der 1959 seine Arbeit aufnahm. In der Bundesrepublik Deutschland war der Schutz der Grundrechte durch das Grundgesetz von Anfang an in den internationalen Menschenrechtsschutz eingebettet. Artikel 1 des Grundgesetzes bekräftigt die Verschränkung von Grund- und Menschenrechten durch das Bekenntnis zu den, ich zitiere, unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Zitat Ende. In Deutschland stärkt die Europäische Menschenrechtskonvention den Menschenrechtsschutz. Denn die international garantierten Menschenrechte reichern das Verständnis der Grundrechte nach dem Grundgesetz an. Das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in der Görgülü-Entscheidung anerkannt. Dort stellte es klar, bei der Auslegung der Grundrechte sind die Menschenrechte nach der EMRK und somit die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu berücksichtigen. Damit werden gerichtliche Entscheidungen in Grundrechtsfragen auch überstaatlich legitimiert. Das ist gerade bei politisch und gesellschaftlich hochumstrittenen Fragen besonders wichtig. Allen Staaten des Europarats hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit seinen Urteilen wichtige Impulse für den wirksamen Schutz der Menschenrechte in fast allen Lebensbereichen gegeben. Der Gerichtshof hat die Verantwortung des Gesetzgebers bei der Beschränkung von Menschenrechten betont, etwas, was in der heutigen Corona-Pandemie besonders wichtig ist. Er hat maßgebliche Entscheidungen zum Wahlrecht und zur Stellung und Verantwortlichkeit von Abgeordneten gefällt und er schützt die Unabhängigkeit der Justiz, zuletzt durch ein grundlegendes Urteil in der vergangenen Woche. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte macht klar,
Die Menschenrechte sind untrennbarer Bestandteil von Demokratie und Rechtsstaat. Sie sind deren Voraussetzung und sie sind für ihre Verwirklichung auf Demokratie und Rechtsstaat angewiesen. Jedoch, in Europa sind, wie auch weltweit, politische Strömungen erstarkt, die menschenfeindliche Vorurteile befeuern und die rechtsstaatliche Institutionen in Frage stellen und aushebeln wollen oder gar schon ausgehebelt haben. Vielerorts, das haben wir gehört, wird der Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft eingeschränkt, etwa durch Gesetze, die die Arbeit von kritischen Nichtregierungsorganisationen erschweren. Immer wieder kommt es zu Einschüchterungen, auch über die sozialen Medien, zu Angriffen auf Menschen und zu politischer Gewalt. In einigen Ländern geschieht dies durch gesellschaftliche Gruppen, in anderen mehr oder weniger offen durch die Regierungen. Zu Recht hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederholt betont, dass Politiker und Politikerinnen eine besondere Verantwortung dafür tragen, Hass nicht zu schüren und Hass entgegenzutreten. Es braucht eine freie Zivilgesellschaft und unabhängige Medien, um Regierungen und Parlamente zur Rechenschaft zu ziehen. Und es braucht unabhängige Gerichte, die einschreiten können, wenn Menschenrechte missachtet werden. Sie alle brauchen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Verteidigung ihrer Menschenrechte, wenn staatlicher Schutz versagt oder versagt wird. Und schließlich, auch hierzulande erleben wir, wie durch rassistische, antisemitische oder antiziganistische Hassrede und Gewalt die Menschenrechte verletzt werden und die gleiche Menschenwürde aller Menschen in Frage gestellt wird. Damit wird das Fundament der Menschenrechte angegriffen. An den Außengrenzen der Europäischen Union sehen wir, wie fundamentale Menschenrechte von Schutzsuchenden durch Pushbacks mit Füßen getreten werden. Hier werden grundlegende Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte missachtet. Dies alles zeigt, alle europäischen Staaten müssen einzeln und gemeinsam entschlossene Maßnahmen ergreifen, wenn ein Staat die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte missachtet. Ebenso braucht es entschiedene Reaktionen der europäischen Staaten, wenn die Unabhängigkeit der Gerichte in einzelnen Staaten angegriffen wird. Die Zivilgesellschaft und die Anwaltschaft, ebenso wie die nationalen Menschenrechtsinstitutionen, müssen im eigenen Land frühzeitig jeglichen Bestrebungen entgegentreten, die Menschenrechte zu unterminieren. Wir müssen für die EMRK kontinuierlich und selbstbewusst werben. Die schweizerische Zivilgesellschaft hat es uns vorgemacht und die Volksinitiative gegen die EMRK gestoppt. Was wir brauchen, ist eine Kultur der Menschenrechte. Eine Kultur, in der die Bedeutung der Menschenrechte erkannt wird, in der die Politik ihre Bindung an die Menschenrechte ernst nimmt und die Bevölkerung die Achtung der Menschenrechte einfordert. Und wir brauchen Solidarität über die Ländergrenzen hinweg. Denn wenn die Menschenrechte in einem Mitgliedstaat des Europarats unterminiert werden, dann geht uns das alle in Europa an. Gerade weil es nötig ist, dass die unterschiedlichsten Akteure zur Bekräftigung und zur Verteidigung der Menschenrechte zusammenstehen, freue ich mich, dass die heutige Festveranstaltung eine gemeinsame Veranstaltung ist. Des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz mit seinem Blick gerade in die deutsche Rechtsordnung und als starke Stimme im Europarat für einen starken Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Des Auswärtigen Amts als Vorsitz des Ministerkomitees des Europarats, das Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zum Thema seiner Präsidentschaft macht und des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Wir als die nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands haben den Auftrag, dazu beizutragen, dass Deutschland die Menschenrechte schützt und fördert, im eigenen Land ebenso wie in seinem Handeln nach außen. Deshalb setzen wir uns seit langem gemeinsam mit unseren Schwesterinstitutionen in Europa und im europäischen Netzwerk der nationalen Menschenrechtsinstitutionen für einen starken Menschenrechtsgerichtshof ein. Zugleich betonen wir, die Verantwortung für wirksamen innerstaatlichen Menschenrechtsschutz liegt in erster Linie bei den Mitgliedstaaten. Dafür informieren wir Betroffene über das Verfahren vor dem EGMR und stärken die Anwaltschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen, die Beschwerdeführer unterstützen. Wir beteiligen uns an Verfahren vor dem EGMR. Vor allem aber setzen wir uns dafür ein,
dass die Menschenrechte nach der Europäischen Menschenrechtskonvention bei der Gestaltung von Politik und im Erlass von Gesetzen beachtet werden. Sehr geehrte Teilnehmende, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nennt die EMRK ein lebendiges Instrument. Nur gemeinsam können wir sie mit Leben füllen. Das ist das Ziel der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich auf Ihre Diskussion. Vielen Dank. Ich freue mich vor allem auf die Diskussion gleich hier mit Ihnen. Sie haben schon einige Punkte angesprochen, auf die wir sehr gerne gleich auch noch mal etwas ausführlicher zukommen können, sie mit Leben füllen können. An dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, wenn Sie schon Fragen haben, zum Beispiel jetzt an Frau Rudolph, schicken Sie uns die gerne, schreiben Sie uns die gerne über das Kommentarfeld, dann können wir im Anschluss an unsere Diskussion gerne darauf eingehen. Und damit darf ich jetzt weitergeben an die Generalsekretärin des Europarats, Maria Pejcinovic-Buric. Frau Ministerin, verehrte Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier in Berlin zu sein und eingeladen zu sein, über den Zustand der Europäischen Menschenrechtskonvention zu sprechen. 70 Jahre nach der Unterzeichnung bleibt die Konvention zusammen mit der Europäischen Sozialcharta die Grundlage der Menschenrechtsnormen auf unserem Kontinent. Und ihre Anwendung ist breiter und tiefer verwurzelt als je zuvor. Das Motto des diesjährigen Internationalen Menschenrechtstages ist ein Beispiel dafür. Recover Better, ein nachhaltigerer und besserer Wiederaufbau, bezieht sich auf die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Menschenrechte geachtet werden und unterstreicht auch unseren Ansatz, wenn es um den Umgang mit der Corona-Pandemie geht. Das möchte ich auch in unserer Rede, in meiner Rede ansprechen. Aber ich möchte auch anmerken, dass als diese Europäische Konvention angenommen wurde im Jahr 1950, niemand über die Rolle nachgedacht hat, die diese Konvention spielen würde in einer Gesundheitskrise, noch viel weniger in dieser spezifischen. Also dieser außergewöhnliche Vertrag hat Aspekte unseres Lebens erreicht, die unvorstellbar waren. Diese Konvention hat Außerordentliches geleistet und ich bin dankbar für die deutschen Behörden und die Regierung, dass ich die Chance habe, darüber zu sprechen und über die Fortschritte zu sprechen. Heute möchte ich über die Rolle sprechen, für die die Konvention ausgelegt wurde. Ich möchte auch über die transformative Wirkung sprechen, die die Konvention entfaltet hat und immer noch entfaltet im gegenwärtigen Klima. Und ich werde über die zukünftigen Herausforderungen sprechen, vor denen wir stehen und auf die Menschenrechtsstandards angewandt werden sollen. Es ist wichtig, klar zu sein, was die transformative Wirkung der Konvention betrifft. In den Statuten ist die Rede davon, dass die Konvention größere Einheit schaffen soll unter den Mitgliedern. Und die Präambel der Konvention macht auch ganz klar, dass die Methode, dies zu erreichen, auch die Verwirklichung der Menschenrechte ist. Nach zwei Weltkriegen werden die Menschenrechte, die Rechte des Individuums geschützt gegen willkürliche Ausübung von Staatsgewalt. Konflikte sollten vermieden werden durch einen gemeinsamen Rechtsraum, basierend auf einer gemeinsamen Kultur, sicherzustellen, dass es Frieden und Stabilität und Sicherheit herrschen. Heute umfassen diesen Rechtsraum 47 Mitgliedstaaten und alle haben diese Konvention ratifiziert und mehr als 830 Millionen Menschen leben in diesem Rechtsraum. Alle diese Individuen haben die Möglichkeit, den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anzurufen. Ein internationaler Menschenrechtsgerichtshof, der Urteile fällt auf Basis der Konvention und auf die sich die Vertragsstaaten beziehen. Die Anwendung des Vertrages und die Umsetzung der Urteile sind nicht optional, es sind legale rechtliche Verpflichtungen. Dieser Ansatz wurde also ausgelegt, um die Menschenrechte zu entpolitisieren, sodass sie nicht als ein Thema, das in der politischen Arena debattiert wird, angesehen werden, sondern dass sie durch den Blickwinkel des Rechts gesehen werden. Menschenrechte sind also im Zentrum der europäischen Justiz und das hat kein Kontinent vorher erreicht. Das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, Privatsphäre und ein faires Gerichtsverfahren, freie Meinungsäußerung, Versammlungsrecht, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit, die Freiheit von Folter, Sklaverei und Diskriminierung
Heute klingen diese Rechte vertraut. Viele Menschen halten diese Rechte für selbstverständlich, aber sie sollten es nicht sein. Vor 70 Jahren war die Sprache dieser Rechte neu und die Lebenswirklichkeit auf einem vom Krieg gebeutelten Kontinent Europa hatte kaum Ähnlichkeit mit den Zielsetzungen und Hoffnungen, die in dieser Konvention ausgelegt werden. In vielen Teilen der Welt ist dies immer noch der Fall. Und angesichts der Stimmen, die wir hören in Teilen Europas, die die Idee der Menschenrechte anfechten und den Multilateralismus in Frage stellen, können wir also deshalb wirklich zuversichtlich sein, dass die Menschenrechtskultur sich selbst trägt. In Wahrheit erfordert der Schutz der Grundrechte fortwährendes Engagement. Sie müssen sich für die Stärkung des Multilateralismus einsetzen und eine regelbasierte internationale Ordnung. Beides sind willkommene Prioritäten des gegenwärtigen deutschen Vorsitzes des Ministerkomitees des Europarates. In den letzten 70 Jahren war das der allgemeine Ansatz, der durch die Mitgliedstaaten der Organisation verfolgt wurde. Wir haben also deshalb erlebt, dass die Menschenrechte Anwendung finden in Europa zugunsten seiner Bürgerinnen und Bürger. Der Gerichtshof war von zentraler Bedeutung. Die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, das Recht von Journalisten, ihre Quellen nicht offenzulegen, der Zugang zu Rechtsbeistand ab der ersten Vernehmung in Polizeigewahrsam, all diese Dinge sind in Recht gegossen worden durch Urteile, die in Straßburg gefällt worden sind. Aber das sind nur drei Beispiele. Im Lauf der Jahre hat der Gerichtshof mit mehr als 1,5 Millionen individuellen Klagen und Beschwerden sich befasst. Mehr als 100.000 Klagen und Anliegen wurden befriedigt und es wurde Abhilfe geschaffen. Und darüber hinaus zitieren nationale Gerichtshöfe in Europa die Urteile des Gerichtshofs und legen die Bestimmungen aus. Und die nationalen Behörden haben hunderte von strukturellen Reformen unter Aufsicht des Ministerkomitees umgesetzt. Und ja, das deutsche Verfassungsgericht war auch sehr erfolgreich und hat auf Urteile aus Straßburg reagiert und die Richter waren in der Lage, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen dem Grundgesetz und der Konvention, auch in Bezug auf zum Beispiel die Praxis der Sicherungsverwahrung oder auch was das Umgangsrecht für Väter von unehelichen Kindern betrifft. Im Zentrum stehen die komplementären Prinzipien der Subsidiarität und der gemeinsamen Verantwortung. Diese Prinzipien machen klar, dass während der Menschenrechtsgerichtshof und der Europarat eine wichtige Rolle spielen, natürlich die Vertragsstaaten die Verantwortung dafür haben und tragen, dass die Rechte und Freiheiten gewährt werden, die definiert sind in der Konvention. Es gilt also, Abhilfe bei Verstößen zu schaffen in Einklang mit Ermessensspielraum. Ja, der Gerichtshof ist als gerichtliches Sicherheitsnetz da und das Ministerkomitee wacht über die Umsetzung der Urteile des Gerichtshofes. Aber damit das System funktioniert, muss die Umsetzung der Konvention auf nationaler Ebene umfassend umgesetzt werden und auch die Urteile der Straßburger Richter ausgeführt werden. Das ist Gott sei Dank größtenteils der Fall. Es gibt positive Fortschritte, es gibt Berichte seitens des Ministerkomitees und der Parlamentarischen Versammlung und es gibt aber immer noch Defizite. Anwendung der Menschenrechtsgesetzgebung ist nicht beschränkt auf die Auslegung der Konvention durch die nationalen Behörden oder den Gerichtshof. In den letzten 7 Jahrzehnten hat der Europarat 223 Verträge und andere Rechtsinstrumente geschaffen. Diese wenden die Konventionen der Bestimmungen an auf ein ganzes Spektrum von Menschenrechtsverletzungen, von Datenschutz über Cybercrime bis hin zu sexuellem Missbrauch von Kindern, Gewalt gegen Frauen, hin zur Geißel des Menschenhandels und dem Schutz nationaler Minderheiten und Minoritätensprachen. Manche dieser Verträge wurden notwendig, weil
sich unser Verständnis von den Themen und Problemen weiterentwickeln hat und manche Probleme es im Jahr 1950 noch nicht gegeben hat. Hier geht es nicht darum, neue Rechte zu schaffen. Es geht vielmehr darum, sicherzustellen, dass bestehende Rechte effektiv angewandt werden. Sowohl das Fallrecht und die Entwicklung neuer rechtlicher Instrumente sind ein Zeichen und eine Bestätigung dafür, dass die Rolle der Konvention ein lebendiges Instrument ist und ausgelegt werden muss. Deshalb sind unsere Grundrechte nicht statisch oder in einer Zeit stehen geblieben. Sie entwickeln sich zusammen mit unseren Gesellschaften und wahren unsere gemeinsamen Standards im Alltag. Die gegenwärtige Corona-Pandemie ist ein Paradebeispiel. Anfang April übersandte ich den Mitgliedstaaten ein Dokument, ein Instrumentarium, das ihnen helfen sollte, auf eine Art und Weise zu reagieren, die die Menschenrechte, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit wahren sollte. Dies bestätigte, dass die Konvention angewandt werden muss, auch im Falle und mit Blick auf Notfallmaßnahmen und im Ausnahmezustand, und dass diese Reaktion notwendig, verhältnismäßig und zeitlich begrenzt sein muss. Seitdem hat es sehr viel Arbeit gegeben, um die verschiedenen Menschenrechtsprobleme anzugehen, die durch das Coronavirus entstanden sind. Da geht es um häusliche Gewalt, Hassverbrechen, Überwachung, Datenschutzthemen, die entstanden sind durch die Nutzung von Tracing-Apps. Also was wir jetzt sehen, ist die Anwendung von Rechten basierend auf der Europäischen Konvention in einer Situation, die noch nicht da gewesen war und in einem Umfeld, in dem Technologie genutzt wird, die noch nicht erfunden wurde, als die Rechtsinstrumente geplant worden waren. Gleichermaßen erreichen das Gericht Fälle in Zusammenhang mit Corona, wie das Recht auf Versammlungsfreiheit beispielsweise. Wir müssen also zusammen in den kommenden Monat auf sich die verändernde Situation reagieren. Aber während die Coronavirus-Pandemie schrecklich und unerwartet war, ist es nicht die einzige neue Frage, auf die europäische Standards angewandt werden müssen. In dieser sich schnell verändernden Welt müssen wir Schritt halten mit dem Wandel in unseren Mitgliedstaaten, um die Rechte ihrer Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Ein paar Beispiele. Die künstliche Intelligenz zum Beispiel spielt eine immer größere Rolle in unseren beruflichen, aber auch in unserem Privatleben. Aber Algorithmen können zu Diskriminierung und anderen Menschenrechtsproblemen führen. Deshalb gibt es eine Reihe von Aktivitäten zu diesem Thema. Dazu zählen zum Beispiel die Arbeit an möglichen Elementen eines rechtlichen Rahmens für die Entwicklung, das Design und die Anwendung von KI. Die Hassrede im Netz ist auch ein wachsendes und sehr besorgniserregendes Phänomen. Dieses Jahr hat das Gericht geurteilt, dass das zu Menschenrechtsverletzungen führen kann. Mehr noch, sie bestätigen, dass die nationalen Behörden deshalb die Pflicht haben, rechtliche Abhilfe zu schaffen. Und in Bezug auf die Umwelt kann es keinen Zweifel daran geben, dass unsere Ökosysteme unter nie dagewesenem Druck stehen. Obwohl der Europarat keine Ausrichtung auf die Umwelt hat, aber so ist es doch so, dass in unsere Zuständigkeit betroffen ist, wenn Bedingungen, die Menschenrechte bedrohen, zum Beispiel sei es das Recht auf Leben, Eigentum, Privat- oder Familienleben. Deshalb haben wir verschiedene Konventionen erarbeitet, zum Beispiel die Landschaftskonvention, das europäische Übereinkommen über die Erhaltung des europäischen wildlebenden Tiere und Pflanzen und das Übereinkommen über den Schutz der Umwelt durch das Strafrecht. Angesichts der sich wandelnden Herausforderungen für unsere Umwelt haben wir zusätzliche Impulse in unserer Organisation, weiter zu handeln. Infolgedessen wird gerade ein weiteres nicht verbindliches Rechtsinstrument entwickelt und soll nächstes Jahr verabschiedet werden. Also, nach 70 Jahren bleibt die Europäische Menschenrechtskonvention effektiv und dynamisch und
Es liegt natürlich an den Mitgliedstaaten, dem Willen der Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass das auch so bleibt. In der jüngeren Vergangenheit hat der Interlaken-Prozess zu einer Reihe von strukturellen Reformen geführt. Da ging es um die Verbesserung der Arbeitsweise des Gerichtshofes und darum, den Rückstau an Fällen zu reduzieren. Und ich freue mich, dass das bei dem Ministertreffen in Athen im vergangenen Monat das auch besprochen wurde. Deutschland gehörte dazu. Deutschland unterstützt das Gericht schon seit Jahren und ist natürlich wird wohlwollend beachtet, insbesondere auch durch die Abordnung von Richtern an den Gerichtshof. Es ist absolut notwendig, um sicherzustellen, dass das Konventionssystem nachhaltig ist und langfristig effizient ist. Und es erfordert das kontinuierliche Engagement von Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene, aber auch auf Ebene des Gerichtshofes und des Europäischen, des Europarats insgesamt. Man muss also auch die Umsetzung der Urteile auf nationaler Ebene verstärken und die Aufsicht darüber obliegt dem Ministerkomitee. Die verzögerte Umsetzung erfüllt uns mit Sorge, insbesondere in politisch heiklen Fällen. Und wir müssen unsere Arbeitsweise verbessern, um auch diese Dinge zu verbessern. Jegliche Veränderungen sollten danach streben, die Effizienz und zu verbessern und auch greifbare Verbesserungen zu erreichen. Und ich danke dem deutschen Vorsitz dafür. Der Beitritt der Europäischen Union zur Konvention wird auch eine wichtige Gelegenheit bieten, die Kohärenz der Menschenrechtsarchitektur in Europa zu stärken. Die Verhandlungen dazu laufen und es gibt Entschlossenheit auf allen Seiten, dass die Verhandlungen zum Erfolg geführt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe so viele Themen angesprochen, so viele unterschiedliche Themen und ich habe das getan, weil es so viel zu sagen gibt. In 70 Jahren hat die Europäische Menschenrechtskonvention einen enormen und andauernden Einfluss gehabt auf Gerechtigkeit und das Leben hier in Deutschland, aber auch im gesamten Kontinent. Das darf nicht aufhören. Die beständige Anwendung ist das, was die Seele des modernen Europas ausmacht. Bei dieser Konferenz haben Sie also die Gelegenheit, darüber weiter zu sprechen. Das ist ein löbliches und wertvolles Unterfangen und ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Für diese Anregung. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Rolle der EMRK in der Corona-Pandemie. Das ist eine Situation, an die hat man natürlich, als die Europäische Menschenrechtskonvention geschrieben worden ist, nicht gedacht. Das hatte man nicht vor Augen. Und es ist eine Herausforderung, vor die jetzt der Europarat und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gestellt wird und auch in Zukunft noch gestellt sein wird. Ich denke, wir werden darauf heute im Laufe des Tages sicher auch noch einmal zurückkommen. Aber bevor es soweit ist, kommen wir jetzt noch zu drei kleinen Einspielern, in denen es um drei verschiedene Menschenrechte in drei verschiedenen Mitgliedstaaten gehen wird. Eine Frau wartet voller Angst auf ihren betrunkenen Ehemann. Wird er sie und ihre Kinder verletzen oder sie zwingen, Sex mit seinen Freunden zu haben? Sie läuft weg, lebt auf der Straße, findet dann einen Job und ein Zuhause, aber er verfolgt sie immer noch. Dann bricht er eines Nachts ein, ersticht ihren Sohn und lässt sie schwer verletzt zurück. Dies war das Leben von Elisaveta Talpes und tausenden anderer Frauen, da das italienische Recht sie nicht vor Gewalt in ihren Häusern schützen konnte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stimmte zu, dass es ihr Geschlecht war, das sie verletzlich machte und hat Reformen durchgesetzt, damit Verletzungen von Frauen nicht länger ignoriert werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention Gewährleistung der Gleichstellung in ganz Europa. Mann wird rechtswidrig wegen Einbruchs und Mordes festgenommen. Es liegen keine Beweise gegen ihn vor, aber der Staatsanwalt lässt ihn dennoch bis zum Verfahren inhaftieren. Nahezu drei Jahre später stellt das Gericht seine Unschuld fest und lässt ihn frei. Dieser Mann war Andrzej Leszczak. Er ging vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgreich gegen Polens unfaires System vor.
Dank der Menschenrechtskonvention werden Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wie Anjay befinden, heute fairer behandelt mit Grenzen im Hinblick auf die Haftdauer. Die Europäische Menschenrechtskonvention garantiert das Recht auf Freiheit in Europa. Brigitte Heinisch betreut ältere Menschen in einem Berliner Pflegeheim. Jeder Tag beinhaltet ein überwältigendes Arbeitspensum, da das Heim zu unterbesetzt ist, um sich ordnungsgemäß um die Menschen zu kümmern, die sich in dessen Obhut befinden. Die Geschäftsleitung weigert sich zuzuhören, selbst als bei einer Inspektion schwerwiegende Mängel festgestellt werden. Aus diesem Grund wendet sich die Pflegerin an die Öffentlichkeit und wird daraufhin entlassen. Brigitte zog vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser stellte fest, dass die deutschen Behörden es versäumt hatten, ihr Recht zu schützen und Fehlverhalten zu melden. Dank der Menschenrechtskonvention dürfen Menschen, die auf Missstände aufmerksam machen, Schutz erwarten. Die Europäische Menschenrechtskonvention sichert die Meinungsfreiheit in Europa. Für unsere erste Diskussionsrunde darf ich jetzt vier Gäste begrüßen. Zwei sind uns zugeschaltet. Einmal Frau Professor Dr. Anja Seibert-Vohr aus Straßburg. Ich kann Sie leider noch nicht sehen, aber da sind Sie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zugeschaltet werden konnten. Sie sind in Straßburg. Sie sind dort seit Anfang des Jahres die deutsche Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Nachfolgerin von Frau Nussberger. Sie haben in einer schwierigen Zeit gestartet. Es ging direkt mitten los mit der Corona-Pandemie. Darauf werden wir sicherlich nachher auch noch mal zurückkommen. Auch zugeschaltet ist uns Professor Dr. Stefan Habert aus Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht, ist der Richter seit 2018, zunächst als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, mittlerweile als Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und hier im Studio darf ich begrüßen Dr. Wessels, Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, seines Zeichens Fachanwalt für Familien- und Verwaltungsrecht. Schön, dass Sie da sind. Und last but not least, wir haben uns eben schon kennengelernt, Frau Professor Dr. Beate Rudolph, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Auch schön, dass Sie es auch hier gefunden haben. Wir wollen hier in der kommenden Stunde über die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention für den Schutz der Menschenrechte in Deutschland diskutieren und anschließend, wie schon angekündigt, auch sehr gerne auf Ihre Fragen eingehen. Schicken Sie uns diese in diesem Fragenfeld, in der Kommentarfunktion. Schreiben Sie gerne auch Ihren Namen und Ihre Funktion hinzu. Und wenn Sie die Frage an eine bestimmte Person richten wollen, dann können Sie das auch sehr gerne machen. Wir wollen uns gerne am Ende der Diskussionsrunde dafür Zeit nehmen. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der veröffentlicht ja jedes Jahr so eine Statistik. Und da wird dann gesagt, welche Länder, wie viel wegen welcher Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden sind. Deutschland schneidet da in der Regel ziemlich gut ab. Ich habe mir das mal angeschaut aus den vergangenen Jahren. 2019 war tatsächlich keine einzige Verurteilung wegen einer Menschenrechtsverletzung dabei. 2020 waren es jetzt wohl so vier bis jetzt. Da ging es einmal um eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren. Es ging, jetzt muss ich mich noch mal zurechtfinden, Verletzung der Unschuldsvermutung und zweimal eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren. Trotzdem viermal, das ist nicht viel verglichen mit anderen Ländern. Deswegen gleich zu Beginn die Frage oder noch mal vorgeschaltet, wir haben ja hier in Deutschland auch das Grundgesetz, das Grundrechte garantiert und das Bundesverfassungsgericht, an das sich Bürger und Bürgerinnen wenden können, um ihre Grundrechte auch einzuklagen. Deshalb die Frage, warum brauchen wir die Europäische Menschenrechtskonvention hier in Deutschland überhaupt? Und warum brauchen wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hier in Deutschland? Vielleicht als erstes an Sie gerichtet, Frau Seibert-Vohr.
Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst möchte ich mich herzlich vor allen Dingen bei den Organisatoren dieser Veranstaltung bedanken für diese Veranstaltung, die ich für sehr wichtig erachte, weil ich denke, dass die EMRK weiterhin eine große Bedeutung für Deutschland hat, auch wenn sich das nicht in den Zahlen unmittelbar niederschlägt in Form von Verurteilung. Das ist ja eher ein gutes Zeichen. Aber dennoch spielt die EMRK sicherlich im Dialog mit den deutschen Gerichten, aber auch mit dem Gesetzgeber und mit der Exekutive immer wieder eine große Bedeutung. Wenn Sie mir kurz erlauben, würde ich etwas historisch gerne zurückgehen, was die Bedeutung anbelangt, denn gerade Deutschland hat ja doch maßgeblich leider aufgrund der Gräueltaten dazu beigetragen, dass diese Menschenrechtskonvention verabschiedet worden ist. Frau Rudolph hatte darauf ja schon hingewiesen und das bedeutet eben, dass man zum ersten Mal international gesehen gesagt hat, dass die Menschenrechte nicht mehr allein innere Angelegenheiten sind, sondern dass es tatsächlich eine Angelegenheit der Staatenwelt insgesamt ist und hier des Europarates. Jetzt haben Sie schon berechtigterweise gesagt, ja, wofür brauchen wir eigentlich die EMRK? Ein Jahr vorher ist das Grundgesetz in Kraft getreten. Insofern brauchen wir ja die EMRK nicht. Da haben Sie sicherlich insoweit recht, als die meisten Rechte, die die EMRK gewährt, fast wortgleich, aber doch parallel im deutschen Grundgesetz verankert sind. Aber dennoch brauchen wir immer mal wieder diese Außenperspektive. Also Frau Bundesministerin Lambrecht hat ja darauf hingewiesen, dass wir quasi, dass die EMRK ermöglicht, eine Art Außenblick zu haben auf die deutsche Rechtsordnung. Und dieser Außenblick ist immer wieder bedeutsam geworden, auch dann, wenn wir denken, dass eigentlich die Rechte ja in Deutschland garantiert sind. Warum? Weil wir manchmal in vielleicht ausgetretenen Faden laufen, bestimmte Vorstellungen haben, die wir dann gar nicht mehr so unbedingt reflektieren. Und da ist es ganz gut, wenn von außen nochmal mit der EMRK und mit dem EGMR nochmal ein anderer Blick gewagt wird. Natürlich auch mit dem Blick aus 47 verschiedenen Staaten und dementsprechend dann die deutsche Rechtsordnung nochmal auf diesen Prüfstand gestellt wird. Das ist nicht so häufig der Fall, das haben Sie auch schon gesagt. Es gibt gar nicht so viele anhängige Fälle, aber wie wir ja gehört haben, gab es sehr wichtige Entscheidungen, die eben auch eine große Bedeutung für die Rechtsordnung in Deutschland hatten. Frau Lambrecht hat darauf hingewiesen, auf das Recht der nicht-ehelichen Väter. Also insofern gab es immer wieder in der Geschichte, seit Inkrafttreten der EMRK für Deutschland, immer wieder wichtige Fälle, die Impulse gegeben haben für die deutsche Rechtsordnung. Herr Habert, wie wichtig ist dieser Außenblick für Sie? Wie wichtig sind diese Impulse vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für das Bundesverfassungsgericht? Zunächst darf auch ich mich dem Dank, den Frau Seibert vor in Richtung der Bundesjustizministerin, in Richtung des Bundesaußenministers und des Deutschen Instituts für Menschenrechte ausgesprochen hat, anschließen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass in einem Jahr, in dem pandemiebedingt sehr viel unter die Räder geraten ist, sehr viel ausgefallen ist, dieser 70. Geburtstag der EMRK nicht in Vergessenheit gerät und zumindest auf virtuellem Wege dann gebührend gefeiert wird. Dafür vielen herzlichen Dank zunächst. Für uns ist der Außenblick wichtig. Er ist meines Erachtens auch deshalb wichtig, weil unsere Vorstellung in einer enger zusammenwachsenden Welt ja nicht die ist, dass lauter abgekapselte Rechtsräume isoliert gewissermaßen vor sich hin agieren, sondern dass wir es schaffen, Rechtsräume zu organisieren, die über die Gemarkung der klassischen Nationalstaaten hinausreichen, dass wir es schaffen, gemeinsame Standards in dieser Welt zu etablieren. Und hier haben wir in einem ganz wichtigen Bereich, nämlich dem Bereich der Menschenrechte, einen ganz wichtigen Standard, der für sehr viele Länder Anwendung findet. Und deshalb ist das wichtig. Ich glaube, dass in der Tat der Schutz der Grundrechte in Deutschland in einem insgesamt guten Zustand ist. Jede einzelne Grundrechtsverletzung ist eine zu viel. Aber wir haben hier in Deutschland sicherlich kein strukturelles Problem. Das hat aus meiner Sicht mehrere Ursachen.
Das hat zunächst einmal die Ursache, dass man nach dem Holocaust, nach der Nazi-Barbarei, den Grundrechten in unserer Rechtsordnung, in unserer Verfassung einen ganz besonderen Stellenwert verliehen hat. Das hat jenseits dieses materiellen Stellenwerts eine prozessuale Komponente. Man hat ein starkes, ein kraftvolles Gericht etabliert, das Bundesverfassungsgericht, an das sich jede Bürgerin und jeder Bürger wenden kann, der sich in seinen Grundrechten verletzt sieht. Und das hat etwas damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung dann auch in einen internationalen Kontext einbettet. Frau Seibert-Vohr hat es anklingen lassen. Es gab auch Fälle, in denen Bundesverfassungsgericht und EGMR nicht von vornherein der gleichen Auffassung waren. Dann hat das Bundesverfassungsgericht aber die Rechtsprechung des EGMR rezipiert, hat darauf zurückgegriffen. Es hat einen Diskurs, einen Dialog der Gerichte stattgefunden. Und das ist, glaube ich, die Ursache dafür, dass Deutschland im Augenblick vom EGMR nur in relativ wenigen Fällen verurteilt wird. Aber jeder einzelne Fall ist einer zu viel und muss deshalb abgestellt werden. Auf diesen Dialog zwischen den Gerichten wollen wir auch gleich noch mal zurückkommen. Aber zunächst an Sie, Herr Wessels, die Frage so aus anwaltlicher Sicht. Warum ist aus anwaltlicher Sicht die Menschenrechtskonvention wichtig? Beziehungsweise was hat sie auch in den vergangenen Jahren gebracht? Also ich darf mich zunächst mal ganz herzlich bedanken, dass Sie auch der Anwaltschaft hier dann ein Forum bieten und dass ich die Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland immerhin rund 165.000 vertreten darf. Das freut mich sehr. Professor Habert und auch Frau Seibert-Vohl haben das schon angesprochen. Was ist die Europäische Menschenrechtskonvention auch aus Sicht der Anwaltschaft? Aus unserer Sicht ist sie gleichzeitig noch mal ein Schutzschild für Rechtsstaat und Demokratie. Natürlich haben wir in der Bundesrepublik das große Privileg, dass wir nach 1949 in einem Rechtsstaat leben, der wunderbar ausgebaut ist und eben auch jedem Bürger, wie Professor Habert schon gesagt hat, auch die Möglichkeit gibt, mögliche Grundrechtsverletzungen beim Bundesverfassungsgericht geltend zu machen. Aber man muss eben auch das Bewusstsein haben, dass es diesen Rechtsstaat gibt und dass der Rechtsstaat eine ganz besondere Bedeutung hat. Und das wird meines Erachtens gewährleistet, wenn es solche Konventionen gibt, die eben über Deutschland hinauswirken und wo es eine völkerrechtliche Verpflichtung gibt, diese Menschenrechte auch zu achten. Und das ist immer wieder, glaube ich, eine sehr gute Kontrolle auch für uns selbst, dass wir uns bewusst werden, wie wichtig die Menschenrechte sind. Denn die Menschenrechte garantieren dann letztendlich auch den Zugang zum Recht. Und der wird durch die Anwaltschaft realisiert und garantiert ein faires Verfahren, was für uns ganz wichtig ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch immer wieder grundlegende Entscheidungen auch zu fairen Verfahren gemacht. Und es gibt auch eine aktuelle Entscheidung, die sich zum Beispiel mit dem Schweigerecht von Anwälten befasst, wo das Bundesverfassungsgericht allerdings, glaube ich, die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen hat. Und das ist dann über den EGMR behandelt worden. Das ist die Sache Müller. Da geht es um die Frage des Schweigerechts eines Anwaltes im Rahmen von Insolvenzverfahren und der Befreiung von der Schweigepflicht durch einen aktuellen Geschäftsführer und nicht durch frühere Geschäftsführer. Also immer wieder interessante Entscheidungen. Und das zeigt dieses wunderbare Zusammenspiel auch zwischen dieser Konvention und unseren rechtlichen Normen, die wir haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja in der Entscheidung auch die besondere Bedeutung der Menschenrechte und der Auslegung dieser Konvention für unsere Gesetze, für die Gesetzgebung hervorgehoben. Und das ist ein wunderbares Zusammenspiel. Und da können wir, glaube ich, alle froh und dankbar sein, dass wir dieses zusätzliche Korsett zu unserem Rechtsstaat haben. Verfahrensrechte, die durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch mal gestärkt werden, ist aus anwaltlicher Sicht ein wichtiger Punkt. Hatten Sie denn selbst schon mal einen Fall, der bis zum Gerichtshof ging?
Ich hatte mittelbar ein Verfahren. Wir sind ja dann nicht unmittelbar beteiligt, sondern die Bundesrepublik Deutschland vertritt uns dort. Es ist ein Verfahren gewesen, über das ich deswegen sprechen kann, weil es seinerzeit auch bundesweit in der Presse war. Ein Baby, das gerade geboren war, ist noch im Krankenhaus der Familie entzogen worden, also in Obhut genommen worden durch das Jugendamt. Das ist natürlich ein Verfahren gewesen, was wirklich durch sämtliche Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht und auch dann wieder zurück in die Zivilgerichtsbarkeit, Familiengerichtsbarkeit gegangen ist. Letztendlich ist die Entscheidung des Jugendamtes bestätigt worden von den Gerichten nach umfangreicher Beweisaufnahme. Gleichwohl haben die betroffenen Eltern von ihrem Beschwerderecht beim Europäischen Menschengerichtshof Gebrauch gemacht und haben dort durchaus, sagen wir mal, zur Überraschung vieler Beteiligter noch eine Entschädigung erhalten. Es zeigt aber, unabhängig von der Frage, wie dort entschieden worden ist, wie bedeutsam letztendlich diese Konvention auch ist, es zeigt sich auch, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung durchaus da ist und dass immer wieder auch eine Kontrolle stattfinden kann, die über die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland hinausgeht. Und ich denke, das ist ein sehr positives Element, auf das wir auch gerade für die Zukunft nicht verzichten können, wenn man sieht, wie stark die Probleme der Rechtsstaatlichkeit in Europa, in der Welt zurzeit diskutiert werden und auch in Gefahr sind. Ja, mit Blick auf andere Mitgliedstaaten noch. Ja. Also eine zusätzliche Kontrolle, ein zusätzliches Schutzschild. Frau Rudolph, Sie sind ja im Prinzip so ein bisschen in der Rolle der objektiven Beobachterin, würde ich sagen. Wie sehen Sie das? Also ich würde auch erstmal unterstreichen, dass die Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat, oft dazu führen, dass eben vor dem EGMR keine Verfahren mehr Erfolg haben. Das zeigt die Stärke des innerstaatlichen Rechtsschutzes, den wir haben. Gleichzeitig ist es über das, was schon gesagt worden ist, dass eben auch Fälle von anderen, dass Fälle Erfolg haben, glaube ich, ist es wichtig, auch nochmal zu sehen, dass ja die Urteile, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu anderen Mitgliedstaaten trifft, dass diese Urteile auch für uns relevant sind in Deutschland, dass wir also uns anschauen müssen, was ist denn entschieden worden und überprüfen müssen, ist denn eigentlich bei uns innerstaatlich in dieser Hinsicht alles in Ordnung. Aber wenn Deutschland es nicht machen würde, würde es natürlich auch eine Beschwerde dann passieren. Genau, ganz genau. Das heißt, damit hat die Rechtsprechung des Gerichtshofs auch eine präventive Wirkung, weil der Gesetzgeber das aufzugreifen hat. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ich würde gerne auch noch mal unterstreichen, was hier schon einige gesagt haben, diese symbolische Wirkung, dass man weiß, man kann, wenn man in Deutschland keinen Erfolg hat, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, ist etwas, was, glaube ich, das Bewusstsein für den Rechtsstaat stärkt. Und auch noch mal, letztlich würde ich auch sagen, das Bundesverfassungsgericht stärkt. Denn es geht darum, Menschenrechte sind dann vor allem besonders wichtig, wenn die Zeiten stürmisch werden. Wir haben das Glück, dass das Verfassungsgericht eine große Anerkennung genießt und das zu Recht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir alle Fälle kennen, in denen es sehr heftige Kritik am Bundesverfassungsgericht gegeben hat. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass die Zeiten immer so bleiben, wie sie sind. Und deshalb ist es wichtig, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eben auch überstaatlich legitimiert werden dadurch, dass die Entscheidungen basieren auch auf dem, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt. Da sehe ich also ein Zusammenspiel, was auch in Deutschland Schutzwirkung hat. Ja, auf so ein paar Fälle, wo die beiden Gerichte nicht sofort einer Meinung waren, werden wir auch gleich nochmal zurückkommen. Zusammenspiel haben Sie jetzt gesagt. Herr Habert sprach eben auch schon den Dialog der Gerichte an. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen an, wie das tatsächlich praktisch läuft. Als Journalistin sieht man dann immer diese Pressemitteilungen, die von den Gerichten rausgegeben werden. Da steht dann zum Beispiel drin, das Bundesverfassungsgericht hat eine Delegation vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte empfangen. Dann gibt es ein schönes Gruppenfoto. Und ich würde jetzt aber ganz gerne noch mal so ein paar Sätze von hinter den Kulissen hören. Herr Habert, Sie waren ja im vergangenen Jahr, wenn ich das richtig sehe, das erste Mal bei so einem Treffen mit dabei. Wie läuft das denn so ab?
Ja, solche Treffen führen wir nicht nur durch mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, führen wir beispielsweise auch durch mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Wir führen das durch mit ausländischen Verfassungsgerichten schwerpunktmäßig innerhalb Europas, aber auch von außerhalb Europas. Für uns ist das wichtig, weil ein solcher Diskurs ganz allgemein die eigene Rechtsprechung befruchtet. Man tauscht sich aus über Entscheidungen aus bestimmten Themenfeldern der jüngeren Vergangenheit. Man sieht häufig, dass verschiedene Rechtsordnungen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Man erklärt sich, warum man zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Man versteht die Entscheidung besser. Man reflektiert dann auch seine eigene Entscheidung noch einmal in besonderer Weise. Und das gilt auch und ganz besonders gewichtig für unser Verhältnis zum EGMR. Wir hatten unser letztes Zusammentreffen auf Delegationsebene im Sommer 2019 hier in Karlsruhe. Es werden dann einfach verschiedene aktuelle Themen diskutiert, vielleicht aus dem Bereich des Datenschutzes, vielleicht aus anderen Feldern. Man diskutiert diese Fälle in ähnlicher Weise, wie man sich das etwa auf einer Konferenz vorstellt. Und man tauscht sich im Laufe eines solchen Arbeitstages dann einfach sehr intensiv aus. Das ist, glaube ich, für einen Außenstehenden am ehesten mit der Diskussion auf einer Konferenz zu vergleichen, aber mit dem Unterschied, dass dann im Grunde nur Mitglieder der beiden Gerichtshöfe am Tisch sitzen. Das ist etwas, was wirklich auch für die Einheitlichkeit von Rechtsprechungslinien in einem gemeinsamen Rechtsraum von großer Bedeutung ist und worüber wir uns als Bundesverfassungsgericht immer sehr freuen. Jenseits dessen gibt es natürlich andere Formen des Austauschs. Es mag sein, dass Richterinnen und Richter des einen Gerichts und des anderen Gerichts zusammentreffen auf Konferenzen, auf Tagungen, dass man auch dort sich miteinander im Dialog befindet. Wenn der Gerichtshof in Straßburg sein Rechtsprechungsjahr eröffnet, ist das Bundesverfassungsgericht üblicherweise mit einem Mitglied des Bundesverfassungsgerichts selbst vertreten. Also es gibt viele Momente in einem Jahr, bei denen man sich begegnet und sich auch außerhalb der Niederschrift von Urteilen und Beschlüssen ein wenig über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Rechtsprechung austauschen kann. Dieses Jahr hat das wahrscheinlich nicht geklappt, nehme ich an. Dieses Treffen findet nicht jedes Jahr statt. Wir machen diese Delegationstreffen üblicherweise im Abstand von mehreren Jahren. Wir haben aber daneben auch noch zum Beispiel eine weitere Plattform, bei der wir uns institutionell begegnen. Es gibt ein sogenanntes Sechser-Treffen. Dieses Sechser-Treffen besteht darin, dass der EGMR, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, die Verfassungsgerichte der deutschsprachigen Länder, nämlich Österreich, Schweiz, Liechtenstein und das Bundesverfassungsgericht zusammenkommen und sich austauschen. Das hätte eigentlich in diesem Jahr schon stattfinden sollen, musste pandemiebedingt abgesagt werden, soll aber im nächsten Jahr nachgeholt werden. Und sodass viel dafür spricht, dass dann unsere nächste institutionelle Begegnung, die im Rahmen dieses sogenannten Sechser-Treffens sein wird. Also das ist so dieser Dialog auf der tatsächlich auf der menschlichen Ebene auch. Daneben findet der Dialog aber natürlich auch über die Urteile, über die Rechtsprechung statt. Das hatten Sie alle eben auch schon angesprochen. Lassen Sie uns doch darauf einen Blick werfen. Frau Rudolph, Sie hatten eben schon in Ihrer Begrüßungsansprache den Fall Görgülü angesprochen. Den kennen sicherlich jetzt nicht, der ein oder andere bestimmt schon, aber viele nicht. Worum ging es in diesem Fall überhaupt?
Es ging in dem Fall, also ohne auf jetzt die Einzelheiten einzugehen, letztlich darum, dass das OLG, das Oberlandesgericht Naumburg, eine Entscheidung des EGMR nicht berücksichtigt hat und letztlich das Verfassungsgericht klar machen musste, dass die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eben zu berücksichtigen. Also Hintergrund war damals, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Leben reinzubringen, wie Sie es eben ja auch angekündigt hatten, Mann und Frau haben ein Kind, sind nicht miteinander verheiratet. Die Frau gibt das Kind direkt nach der Geburt zur Adoption frei, ohne den Mann zu fragen. Und der kämpft eben dann vor Gericht für sein Sorgerecht, für sein Umgangsrecht mit dem Kind und ist in Deutschland erstmal nicht erfolgreich. Und dann kommt eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ins Spiel. Genau, dessen Entscheidung aber dann eben nicht beachtet wird und letztlich eben das Verfassungsgericht dazu bewegt hat, deutlich zu machen, dass die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte heranzuziehen sind, zu berücksichtigen sind, wie es heißt, bei der Auslegung der Grundrechte nach dem Grundgesetz. Also insofern ein, damit auch ein inhärenter Bestandteil unserer auch Verfassungsrechtsordnung sind. Und ich würde das vielleicht einfach als ein Beispiel nennen, um zu sagen, das war sozusagen eine bestimmte Form eines Dialogs, aber es war noch kein direkter Dialog jetzt von Straßburg und Karlsruhe. Da gab es andere Entscheidungen. Die Sicherungsverwahrung ist schon genannt worden. Lassen Sie uns gleich auf die Sicherungsverwahrung kommen. Ich möchte gerne noch einmal einhaken, weil Sie es jetzt gesagt haben, die Formulierung ist da, zu berücksichtigen. Die Entscheidungen des EGMR sind zu berücksichtigen. Reicht das? Vielleicht an Sie, Frau Seibert, vor, ist das genug oder müsste es nicht eigentlich heißen, sind bindend? Könnte man sich ja so als Laie denken. Also zunächst erstmal die Entscheidungen, die der EGMR gegen Deutschland trifft, sind rechtlich bindend und auch völkerrechtlich bindend. Insofern ist da eine Bindungswirkung in der EMRK selbst schon vorgesehen. Hier ging es vor allen Dingen aber auch um die Frage der Berücksichtigungspflicht. Und hier spielt auch die EMRK nicht nur in den jeweiligen speziellen Verfahren eine Rolle, sondern eben auch über diese Verfahren hinaus. Frau Rudolph hatte vorhin schon angesprochen, dass unsere Urteile sich ja jetzt nicht nur mit Deutschland auseinandersetzen, sondern eben 47 Staaten betreffen und dass insofern eben auch die Rechtsprechung des EGMRs in Bezug auf andere Europaratstaaten eben durchaus wichtig sein kann. Und ich sehe die Bedeutung dieser Gürgülü-Entscheidung vor allen Dingen darin, dass eben anerkannt wurde, dass alle drei Gewalten die Pflicht trifft, aufgrund der Öffnung des Grundgesetzes und der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, diese Pflicht trifft das Grundgesetz und eben auch das Recht, das einfache Recht in Einklang mit der EMRK auszulegen. Und letztlich, ob das jetzt unmittelbar anwendbar ist oder nicht, macht nicht so den großen Unterschied, wenn es eine Bereitschaft gibt, auf Seiten der staatlichen Behörden, diese dann auch umzusetzen und quasi mittelbar zu berücksichtigen bei der Auslegung von deutschem Recht. Und wie ist da Ihre Einschätzung? Gibt es diese Bereitschaft? Die Bereitschaft gibt es auf alle Fälle. Sie hatten ja vorhin schon Sicherungsverwahrung angesprochen. Da kommen wir nachher vielleicht noch mal dazu. Ich sehe in meiner täglichen Arbeit sehr häufig Urteile, die sich gerade bei den deutschen obersten Gerichten, wo sich diese mit der Rechtsprechung des EGMRs intensiv auseinandersetzen und auch Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung. Und ich habe den Eindruck, dass so über das letzte Jahrzehnt dieser Dialog auch intensiver geworden ist. Also wir haben nicht nur diesen Dialog der Gerichte in der Form, dass wir uns gegenseitig treffen und uns darauf aufmerksam machen, auch über neuere Entwicklungen in der Rechtsprechungsentwicklung, sondern eben auch dadurch, dass wir in den Urteilen zueinander sprechen und dann eben das rezipieren. Sie wollen alle über die Sicherungsverwahrung sprechen, habe ich den Eindruck. Dann machen wir das doch. Werfen dafür aber noch mal einen Blick zurück. Das war 2001, als Gerhard Schröder damals als Bundeskanzler den Satz gesagt hatte, Sexualstraftäter wegschließen für immer. Und was dann folgte, das war eine Jahre dauernde Debatte über die Sicherungsverwahrung, wie die ausgestaltet werden soll, wie die ausgestaltet werden darf. Und Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte waren da nicht sofort einer Meinung. Frau Rudolph, was war denn das Problem? Das Problem war
die Verhängung von Sicherungsverwahrung nach Verbüßen der Strafe. Das heißt, die Frage, ob die Verhängung von Sicherungsverwahrung in diesem Zeitpunkt eine Form von Rückwirkung ist. Also die Frage auch, inwieweit damit jemand weiter bestraft wird für eine Tat, die er begangen hat, die aber in dem Strafurteil ja sozusagen abgeurteilt und mit dem Absitzen der Strafe auch abgebüßt ist. Und der Streit ging darum, das Verfassungsgericht hat klargemacht, im deutschen System ist die Sicherungsverwahrung etwas anderes als eine Strafe. Deshalb schon die Frage, inwieweit das Rückwirkungsverbot, das strafrechtliche Rückwirkungsverbot überhaupt anwendbar ist. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sehr klar gemacht, dass er sich materiell anschaut, wie sieht denn das aus, die Freiheitsentziehung, in der sich ein Mensch befindet. Und wenn sich diese nicht grundlegend unterscheidet von der Strafhaft, dann ist eben ein strenger Maßstab anzulegen. Und die Debatte, die es eben insofern gab, das Vor und Zurück zwischen Straßburg und Karlsruhe, hat dann letztlich auch dazu geführt, dass es das Verfassungsgericht die Ansicht des EGMR geteilt hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben über Gerichte, über das Gespräch miteinander, wirklich, man spricht über seine Urteile miteinander, wie der Außenblick, von dem schon mehrfach die Rede war, dieser Außenblick helfen kann, doch das eigene System, was in sich logisch ist, aber doch nochmal zu überprüfen daraufhin, ob es mit menschenrechtlichen Grundsätzen vereinbar ist oder nicht. Mhm. Herr Habert, Sie waren ja damals noch nicht am Bundesverfassungsgericht, können das vielleicht also doch so aus der Perspektive, vielleicht doch einer objektiveren Perspektive auch dann beurteilen. Wie ist das denn, wenn man sich dann als Gericht sagen lassen muss von einem anderen Gericht, also vor allem als Bundesverfassungsgericht, das ja sonst eigentlich immer so das Letzte ist, nochmal von einem anderen Gericht sagen lassen muss, so geht's vielleicht doch nicht? Das ist etwas, was man, wenn man sich für eine Tätigkeit als Richterin oder Richter entscheidet, ertragen muss. Wir haben nicht ein Gericht, das irgendwie in letzter Instanz für alle Fragen zuständig wäre, sondern wir haben in dem Gerichtsverbund, in dem wir leben, verschiedene Gerichte mit unterschiedlichen Aufgaben. Das Bundesverfassungsgericht ist auch innerhalb Deutschlands nicht für alle Rechtsfragen zuständig. Wenn es um eine Frage vielleicht des Arbeitsrechts geht, dann ist letztverbindlich zunächst mal das Bundesarbeitsgericht zuständig und das Bundesverfassungsgericht nur dann, wenn es um eine verfassungsrechtliche Frage geht, dann kommt das Bundesverfassungsgericht ins Spiel. Und so verhält es sich mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, so verhält es sich mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Kein Gericht in Europa ist für alle Fragen zuständig. Für die Interpretation der EMRK liegt die Zuständigkeit beim EGMR. Wenn der EGMR entschieden hat, dann schaut sich das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidungen an. Dann fließen diese Entscheidungen in die Rechtsprechungslinie des Bundesverfassungsgerichts ein. Da wird nichts blind übernommen, sondern da versucht man, seine eigene Rechtsprechungslinie weiter zu entwickeln. Und deshalb meine ich auch, dass veranlasst durch die Rechtsprechung des EGMR etwa im Bereich der Sicherungsverwahrung die Rechtsprechung auf eine neue Ebene gehoben wurde. Wir haben da zwischen den beiden Gerichtshöfen eine sehr ähnliche Sicht auf die Dinge inzwischen. Das ist überhaupt nichts, was das Bundesverfassungsgericht mit Groll oder Verärgerung verfolgen würde, sondern das ist ein normaler Ablauf in einem Gerichtsverbund. Genauso wie die Welt nicht davon untergeht, wenn das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung eines deutschen Fachgerichts aufhebt. Das mag dann einfach die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts sein, auch in Relation zu einem Fachgericht, das Tag aus, Tag ein eine ganz hervorragende Arbeit leistet. Frau Seibert-Vohr, wie ist da die Straßburger Sicht?
Ja, also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Herr Habert gerade gesagt hat. Vor allen Dingen der Hinweis auf den Dialog zwischen anderen Gerichten ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger. Wir sind nicht nur im Dialog mit dem Bundesverfassungsgericht, sondern eben auch im Dialog mit dem BGH, mit dem BAG, mit den anderen obersten Bundesgerichten. Denn viele Dinge, die uns betreffen, die werden dort eben primär entschieden, stellen sich vor, strafrechtliche Fragen, die uns ja häufig eben auch beschäftigen, Frage der Unschuldsvermutung und so weiter. Das sind Dinge, mit denen sich vor allen Dingen auch der BGH auseinanderzusetzen hat. Und insofern befinden wir uns auch immer wieder in einem Dialog mit diesen Gerichten. Und ich glaube, das sollte man nicht vernachlässigen. Auch dann, wenn das Bundesverfassungsgericht natürlich immer erstmal noch angerufen werden soll, sind verschiedene Fachfragen ja doch Fachfragen, die vor allen Dingen vom BGH entschieden werden. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die von Hannover Rechtsprechung. Da ging es damals um die Abwägung zwischen Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verschiedene Leitlinien entwickelt hat und der BGH das eben dann auch rezipiert hat in der weiteren Rechtsprechung zu diesen Fällen. Und auch da zeigt sich wieder ein sehr, sehr gelungener Dialog. Was das Bundesverfassungsgericht anbelangt, hat es natürlich eine ganz zentrale Funktion in Deutschland. Auch deshalb, weil es eigentlich so eine Art Übersetzungsfunktion hat. Wir schreiben ja den Staaten nicht vor, wie die Urteile im Einzelnen umzusetzen sind. Und insofern kommen, glaube ich, unsere Entscheidungen teilweise zunächst erstmal wie eine Art Irritation. Ich habe ja gesagt, man hat im Prinzip durch die EMRK hat man nochmal eine andere Perspektive. Man hat einen Perspektivwechsel. Man schaut die Dinge anders an. Das bedeutet aber auch, dass man auch wieder zurück in die eigene Perspektive gehen muss und sehen muss, wie kann man das eigentlich wieder richtig integrieren. Und ich glaube, das war die Herausforderung vor allen Dingen bei der Sicherungsverwahrung. Auch da waren die ausgetretenen Pfade. Man hat immer gesagt, na, Sicherungsverwahrung ist was anderes als das eigentlich die eigene Strafe. Der EGMR hat das damals anders gesehen und das Bundesverfassungsgericht hat dann 2011 die Rechtsprechung so auch weiterentwickelt, aber auch die Vorgaben für die Gesetzgebung, um diese EMRK und grundrechtskonform konform eben auch wieder umzusetzen. Und insofern sehe ich eine ganz, ganz wichtige Rolle eben auch beim Bundesverfassungsgericht, die Funktion, die wir weder erfüllen können noch wirklich wollen. Denn den Staaten muss immer natürlich die Möglichkeit gegeben sein, die Rechtsprechung zu adaptieren und im Prinzip kontextbezogen umzusetzen. Und da sind wir sicherlich in Straßburg nicht die Besten, um den Staaten das zu sagen, sondern da sind wir im Prinzip auf die Mitarbeit, die Kooperation der Staaten, aber eben auch der Gerichte dann angewiesen. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht dann letztlich in dieser Sache entschieden hat, hat ja dann der Gesetzgeber umfangreiche Reformen durchgeführt, die dann später der EGMR in der Ilmseer Rechtsprechung oder mit dem Urteil dann eben auch als EMRK-konform anerkannt hat. Das ist ein Urteil, das Sie jetzt ansprechen, Ilmseer, das ist noch gar nicht so lange her. Also daran sieht man dann auch, wie lange wirklich die Sicherungsverwahrung beide Gerichte noch beschäftigt hat. Es war dann damals auch tatsächlich das erste Mal, dass es die große Kammer beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war, die dann das quasi, wenn man das so will, sagen kann, abgesegnet hat. Ja, so wie es in Deutschland gemacht hat, das passt auch so zusammen, oder? Würden Sie zustimmen? In der Tat. Und ich glaube, das zeigt nochmal, Frau Seibert-Vohr hat es gesagt, die Notwendigkeit, sich eben mit den Entscheidungen des EGMR auseinanderzusetzen, sie auch eben in Rechtsprechung und in der Gesetzgebung aufzugreifen und das eben auch in einer Ernsthaftigkeit und dabei zu sehen, wie ist das nationale System, aber letztlich mit dem Ziel, die Entscheidung des EGMR auch wirksam umzusetzen. Das muss immer das Ziel von Umsetzung sein. Es gibt, gerne. Auch noch mal ergänzen, diese Diskussion zeigt, glaube ich, eins sehr schön, was nämlich den Rechtsstaat auch ausmacht. Die besondere Diskussion über solche Themen, das entwickelt sich ja weiter. Das Thema Sicherungsverwahrung
ist ja jetzt nichts, was dann plötzlich vom Himmel gefallen ist, wenn man das so sagen darf, sondern das ist ein Thema gewesen, was sich aus den verschiedenen Entscheidungen heraus entwickelt hat. Und wir bemühen uns ja immer darum, auch den Rechtsstaat und die gesetzlichen Regelungen positiv weiterzuentwickeln. Und das zeigt eben auch die besondere Bedeutung dieser Menschenrechtskonvention. Und zwar deswegen auch, weil es nicht nur einfach eine Konvention ist, die niedergelegt ist, sondern durch die Errichtung des Gerichtshofes 1959 in Straßburg auch eine Umsetzung hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dadurch kommt auch dieser Dialog zustande, den Frau Seiber-Voth und auch Professor Habert gerade beschrieben haben, zwischen den Institutionen. Das hilft uns dann wieder im Rechtsstaat, auch die passenden gesetzlichen Regelungen zu machen, das fortzuentwickeln, nicht einfach nur stehen zu bleiben. Und das ist ja eine ganz wichtige Funktion auch des Rechtsstaates, aber die kann nur ausgeübt werden, wenn wir auch immer wieder den Anstoß haben, neu über bestimmte Situationen nachzudenken. Und das wird also durch solche Konventionen natürlich gefördert, insbesondere wenn da noch ein Gerichtshof dahinter steht, der auch über diese Konventionen die Auslegung entscheidet. Und es gibt ja nicht nur, wenn ich das noch eben anmerken darf, die Sicherungsverwahrung, sondern ganz konkret umgesetzt worden ist ja auch die Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofes, beispielsweise bezogen auf überlange Gerichtsverfahren, dass wir da eine entsprechende gesetzliche Regelung bekommen haben, angestoßen letztendlich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ein gutes Beispiel und noch ein weiteres Beispiel, mit dem ich kommen will. Das ist nämlich ein Fall, der aktuell beim EGMR liegt, vorher beim Bundesverfassungsgericht war. Da geht es um das Streikrecht für Beamte. Da hatte das Bundesverfassungsgericht 2018 entschieden, dass die nicht streiken dürfen, also hat quasi die gesetzliche Regelung das Streikverbot bestätigt. Und jetzt haben einige Lehrer dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt, also fühlen sich da in ihren Rechten verletzt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil schon sehr, sehr ausführlich auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Streikverbot Bezug genommen, sich damit auseinandergesetzt. Ist damit so einer Beschwerde vor dem EGMR schon ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen? Ja, zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig, dass diese Auseinandersetzung stattgefunden hat beim Bundesverfassungsgericht, dass also gezeigt wird, dass sich das Verfassungsgericht ernsthaft mit der Frage befasst, was ist denn eigentlich genau die Rechtsprechung des EGMR zum Streikrecht für Beamte. Und das ist auch, glaube ich, ein Zeichen eben für, also ein vorbildliches Zeichen, wie man sich auseinandersetzt mit der Rechtsprechung des EGMR, wie man dann auch versucht, die Entscheidungen, die ja zu anderen Systemen, anderen Staaten ergangen sind, eben sagen, anzupassen, zu fragen, passt das auf die Situation in Deutschland oder nicht. Inwieweit das tatsächlich sozusagen die Einschätzung gelungen ist, wird man dann sehen in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ich denke, dass es das Verfassungsgericht natürlich auch vor der Schwierigkeit stand, dass das Streikrecht für Beamte gerechtfertigt wird mit der besonderen Aufgabe von Beamten, das aber gleichzeitig mit der zunehmenden Verlagerung von hoheitlichen Aufgaben eben auch auf Personen, die im Angestelltenverhältnis stehen, es umso schwieriger wird, deutlich zu machen, dass es sich bei dem Beamtenstatus eben um etwas Besonderes handelt, was dann das Streikrecht oder wo das Streikrecht notwendig ist, um die Funktionsfähigkeit des Staates aufrechtzuerhalten. Allerdings gibt es ja auch Rechtsprechung des EGMR, die eben deutlich macht, dass er genau hinschaut, was für Funktionen Menschen ausüben im Staat. Insofern, glaube ich, können wir gespannt sein. Ich würde vielleicht zweierlei sagen wollen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich auseinandersetzt mit der Rechtsprechung. Manchmal ging es mir so beim Lesen, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass es aber schon das Bemühen war, im Englischen würde man sagen, to distinguish away the cases, also indem man sozusagen differenziert die anderen Fälle, um zu sagen, die passen hier alle nicht, deshalb ist es auf uns nicht anwendbar. Insofern denke ich, dass der EGMR eben auch nochmal genau diesen Blick richten wird auf die spezifische Situation in Deutschland, die Frage dessen, was
die Aufgaben von Beamten sind und ob sie alleine Beamten zustehen oder eben auch anderen, die ein Streikrecht haben. Also der EGMR wird sich das natürlich noch mal genau angucken. Sie haben ein paar Knackpunkte angesprochen. Aber jetzt erstmal, wenn man auf das Bundesverfassungsgericht blickt, dann hat es doch ziemlich viel da gemacht, oder? Oder hätte man noch mehr verlangen können? Oder ist das schon so das, was man an dieser Stelle Dialog über die Rechtsprechung verlangen kann? Ich finde schon, das ist ein Vorbild dafür, wie sich auch andere Gerichte mit der Rechtsprechung des EGMR befassen sollen. Das ist genau der Dialog auch, sagen, auf Augenhöhe zu sagen, wir schauen uns genau an, was der EGMR macht, legen das natürlich auch aus und dann muss der EGMR sagen, ob diese Auslegung, ob er die teilt oder nicht. Aber das ist zunächst mal auch der Versuch und das Deutlichmachen, wie man das deutsche Verfassungsrecht und die Grundrechte nach dem Grundgesetz eben im Lichte auch des EGMR und der Europäischen Menschenrechtskonvention versteht. Und Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt. Es ist ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht, das sich mit der EMRK beschäftigen muss. Es sind auch erstmal die unteren Gerichte, wo das eine Rolle spielen kann. Und damit sind natürlich dann auch dort die Anwälte und Anwältinnen gefragt. Herr Wessels, welche Rolle spielen denn die Menschenrechte in der anwaltlichen Ausbildung? Welche Rolle haben Sie damals bei Ihnen gespielt? Wie hat sich das über die Jahre so verändert? Das ist eine böse Frage, die Sie stellen, wenn es auf meine Ausbildung geht. Also ich bin in dem Jahr geboren, als der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg entstanden ist, nämlich im Jahr 1959. Und als ich dann nach dem Abitur Jura studiert habe, zunächst in Freiburg und dann in Münster mit Stationen auch in England, da war diese Themen bei weitem noch nicht so in dem Fokus, wie das heute der Fall ist. Da galten diese Themen so ein bisschen als abseitige Themen. Da hat sich der eine oder andere vielleicht dafür interessiert. Und natürlich gab es Professoren, die versucht haben, das, ich sage es jetzt mal deutlich, zu pushen. Aber das hat damals noch nicht so richtig funktioniert. Aber die Entwicklung, und das ist das Schöne daran, hat einfach gezeigt, wie wichtig es ist, wenn solche Konventionen vorhanden sind, dass sie dann auch immer mehr in das Bewusstsein nicht nur der klassischen Rechtswissenschaft kommen, sondern vor allen Dingen auch in der Rechtswirklichkeit stattfinden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das zeigt sich jetzt mittlerweile natürlich auch in der Ausgestaltung der gesamten Ausbildung im juristischen Studium, aber nachher auch in der Praxis. Wir haben ja eine Vielzahl von Fachanwälten und dazu gehören natürlich auch die Verfassungsrechtler und das europäische Recht. Und es ist immer mehr in das Bewusstsein gelangt und auch umgesetzt worden, dass das europäische Recht, dass die Menschenrechte zur Ausbildung gehören. Das spiegelt sich in unserer Fachanwaltsordnung, die wir haben, wieder. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass in den Fortbildungsveranstaltungen, die von den verschiedensten Organisationen angeboten werden, gerade auch die Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofes und damit eben die Menschenrechtskonvention eine besondere Bedeutung hat. Und insofern ist das Bewusstsein nicht nur bei den Fachleuten gewachsen, sondern auch in der Bevölkerung. Und das ist natürlich auch wiederum ein Verdienst des Bundesverfassungsgerichts, lieber Professor Habert, weil Sie ja auch diese Rechtsprechung, die eben schon angesprochen worden ist, geprägt haben, nämlich die völkerrechtsfreundliche Auslegung der Gesetze und damit die Implementierung auch der Menschenrechtskonvention. Und das spricht sich natürlich auch herum. Das spricht sich nicht nur in den Fachkreisen herum, die darauf aus sind, möglicherweise dort mal beim Europäischen Menschengerichtshof aufzutreten, sondern vor allen Dingen auch bei der Bevölkerung. Und das ist eben ein ganz wichtiges Element auch unseres Rechtsstaates, dass diese Vermittlung stattfindet. Und das ist mittlerweile sehr gut durch die Ausbildungsordnung sowohl an den Universitäten, später auch in der Referendarzeit und dann natürlich auch in der Fortbildung gewährleistet. Also die Bundesrechtsanwaltskammer, die hatte ja kürzlich gesagt, dass dem Europarecht kein zu hoher Stellenwert bei der Juristenausbildung beigemessen werden sollte. Da ziehen Sie dann die Menschenrechte, die europäischen Menschenrechte nicht mit rein?
Doch, ich persönlich bin der Auffassung, es gehört dazu. Es ist immer eine Frage natürlich der Gewichtung dann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir kommen da einfach auch in den Bereich der Spezialisierung herein. Wir können nicht von jedem Kollegen und jeder Kollegin erwarten, dass er oder sie ein Experte im europäischen Recht oder auch in dem Bereich der Menschenrechte ist. Was wichtig ist, dass dieses Bewusstsein da ist, dass es auch diese Regelung gibt, dass es auch da einen Rechtsweg gibt, den man bestreiten kann. Und dann gibt es eben bei uns auch in der Anwaltschaft die Spezialisten, die das umsetzen können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich möchte an der Stelle schon auf eine erste Frage aus dem Publikum kommen, weil die nämlich ganz gut passt. Sie hatten das eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Herr Wessels, wie stark kennen die BürgerInnen hierzulande ihre Rechte? Wie stark sind wir in der Menschenrechtsbildung? An der Stelle, also wahrscheinlich auch so die Frage, brauchen wir da mehr? Brauchen wir mehr Menschenrechtsbildung, weil die Menschen doch nicht so gut über ihre Rechte Bescheid wissen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Frage in die Runde, würde ich sagen, also an Sie alle. Also meine Einschätzung dazu ist, dass, sagen wir so, das muss man zweistufig, glaube ich, sehen. Auf der einen Seite ist die politische Bildung immer weiter vorangeschritten und das bedeutet auch, dass wir aus meiner Sicht schon ein großes Bewusstsein auch in der Bevölkerung haben, nicht nur für Grundrechte, sondern damit verbunden auch für Menschenrechte. Aber ein ganz entscheidender Faktor ist, dass die Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege den Zugang für die Menschen zum Recht gewährleistet. Und wenn ich eine Fallgestaltung habe, die diesen Bezug hat zu den Grundrechten, zu den Menschenrechten, dann ist es auch meine Aufgabe als Anwalt, den Mandanten darüber aufzuklären und ihn auch auf dem Weg zu begleiten, diese Rechte auch durchzusetzen. Da haben wir natürlich in der Bundesrepublik ein besonderes System. Sie können nicht einfach zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, weil Sie meinen, Ihr Recht sei verletzt, sondern wir haben zunächst die Erschöpfung des Rechtsweges bis hin zum Bundesverfassungsgericht, um dann beim Europäischen Menschengerichtshof vorstellig werden zu können. Das halte ich persönlich auch für richtig und nicht für eine unzulässige Beschränkung der Rechtsausübung, denn ansonsten wäre der Europäische Menschengerichtshof mit Sicherheit auch würde an Kapazitätsgrenzen stoßen. Es ist daher wichtig, dass auch diese Filterfunktion, die die Anwaltschaft gewährleistet, durch die Information des Mandanten, durch die Umsetzung im Rahmen der gerichtlichen Verfahren, dass die wahrgenommen wird. Denn da ist es ja auch unsere Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass eben auch die Fachgerichte im Bedarfsfall, und das betrifft sicher insbesondere auch Familiengericht, das betrifft aber auch den strafrechtlichen Bereich, die Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofs beachten, eben im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und insofern glaube ich, dass die Möglichkeit der Durchsetzung und Umsetzung der Menschenrechte bei uns gerade auch durch den Zugang zum Recht durch die Anwaltschaft sehr gut gewährleistet ist. Ja, ich würde gerne anschließen. Das Institut hat ja auch die Aufgabe, Menschenrechtsbildung zu stärken und zu fördern in Deutschland. Es gibt Untersuchungen, nach denen Menschen so im einstelligen Bereich Menschenrechte kennen. Sie können sie benennen, aber das Entscheidende von Menschenrechten ist ja nicht, den Namen zu kennen, sondern zu wissen, was sie tatsächlich bedeuten. Und wir erleben das, ob das nun in den Debatten ist über Hassrede, dass Menschen glauben, Meinungsfreiheit hieße, dass man auch beleidigen dürfte oder zu Hass aufrufen darf. Oder wir erleben es im Kontext der Corona-Demonstrationen, dass Menschen glauben, dass Demonstrationsrecht bedeutet, dass ich demonstrieren kann in einer Weise, über die ich entscheide, wo ich also Hygieneauflagen missachten kann. Also das zeigt beispielhaft, dass das Verständnis für Menschenrechte durchaus noch gestärkt werden kann in der Bevölkerung. Dafür braucht es tatsächlich mehr Menschenrechtsbildung, die auch an Beispielen zeigt,
wie über die Grenzen von Menschenrechten zu streiten ist, was die Maßstäbe sind. Denn es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die zulässigen Begrenzungen, die meisten Menschenrechte dürfen ja beschränkt werden unter bestimmten Voraussetzungen, dass diese Beschränkungen dann doch letztlich willkürlich sind, sondern dass zum Beispiel das Verhältnismäßigkeitsprinzip als ein Maßstab ein sehr klarer Maßstab ist, der anzuwenden ist. Und darüber muss aber ein Gespräch entstehen. Das ist auch das, Herr Wessel, Sie haben es eben schon gesagt, auch sozusagen über öffentliche Debatte. Wir brauchen eben dafür auch öffentliche Debatten, die deutlich machen, wir reden hier gerade über die, die Reichweite von Menschenrechten, die zulässigen Beschränkungen. Das ist sicherlich etwas, wo wir auf allen Ebenen ansetzen müssen. Also wichtig natürlich die Rolle der Anwaltschaft, den Zugang zum Recht zu ermöglichen, aber eben auch schon unterhalb des Weges zu Gerichten, das Verständnis von Menschen zu wecken dafür, was sind ihre Rechte, was sind die Rechte anderer, wie kann man sich einsetzen, wenn man Menschenrechtsverletzungen erlebt. Und das ist etwas, was in der schulischen Bildung stärker verankert werden muss, aber auch in der außerschulischen. Wir erleben derzeit große Nachfragen aus allen Bereichen der Bevölkerung von Organisationen, die sich vor Ort Menschenrechte fördern wollen, das Verständnis dafür, wie man sich einsetzt, was die Grenzen sind, wie man sich einsetzt gegen Hass, gegen Menschenfeindlichkeit beispielsweise. Also in den Schulen anknüpfen mit tatsächlich eigenen Unterrichtsfächern oder Vorträgen oder wie stellen Sie sich das vor? Was würden Sie da vorschlagen? Also die Vereinten Nationen sagen, Menschenrechtsbildung bedeutet Menschenrechtsbildung über, durch und für Menschenrechte. Man muss natürlich über Menschenrechte lernen. Was sind die Menschenrechte? Was sind die Inhalte? Was sind zulässige Grenzen? Man muss für Menschenrechte lernen. Das heißt, man muss lernen, wie kann ich denn mich einsetzen dafür, dass Menschenrechte verwirklicht werden? Und das ist vielleicht die größte Herausforderung, das Lernen durch Menschenrechte. Also auch das Lernumfeld selber muss menschenrechtlich oder menschenrechtskonform sein. Wenn ich eine Situation habe, in der eine Lehrkraft selber bestimmte Kinder diskriminiert, kann diese Lehrkraft das Diskriminierungsverbot nicht glaubhaft in einer Schule vermitteln. Also insofern sind das Anforderungen, die tatsächlich bedeuten, dass man Menschenrechte aufgreift in allen Lehrfächern. Wir haben selber dazu Materialien entwickelt, aber eben auch, dass sich Schulen selber anschauen und fragen, wie können wir denn besser noch die Menschenrechte bei uns stärken? Zum Beispiel durch Beschwerdestellen, wenn man sich diskriminiert fühlt oder wenn man gemobbt wird, wenn man Gewalt erfährt als Schüler oder Schülerin. Das nur ein Beispiel. Das gilt aber auch für andere Berufe. Ich glaube, wir brauchen das eben auch in der Berufsausbildung. Wir brauchen es etwa, wenn ich mir die Situation von Pflegekräften anschaue. Das Beispiel Frau Heinisch ist ja genannt worden in dem Einspieler. Also zu wissen, was sind meine Rechte als Pflegekraft und auch, dass ich als Pflegekraft einen Auftrag habe, Menschenrechte zu verwirklichen, nämlich derjenigen, die mir anvertraut sind. Eine anschließende Frage daran noch aus dem Publikum ist, haben die Menschen hierzulande denn die nötigen Ressourcen, um zum Beispiel zum Europäischen Gerichtshof zu gehen, also Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen? Die Frage nach Karlsruhe und Straßburg, braucht man viel Ressourcen, um nach Straßburg oder Karlsruhe zu gehen? Frau Seibert-Vohr, möchten Sie anfangen? Ja, bei uns ist eigentlich die Beschwerdeerhebung relativ leicht. Es gibt ein standardisiertes Verfahren, ein Formular, was auszufüllen ist. Man braucht keinen anwaltlichen Beistand, also es gibt keinen Anwaltszwang, um eine Beschwerde zu erheben. Insofern ist der EGMR sehr, sehr zugänglich. Es gibt auch Möglichkeiten der Prozesskostenhilfe, Anträge. Insofern würde ich sagen, dass das eigentlich kein Hindernis sein sollte, um seine Rechte auf europäischer Ebene auch geltend zu machen. Und wie ist das beim Bundesverfassungsgericht? Gleiches gilt für das Bundesverfassungsgericht. Man kann sich an das Bundesverfassungsgericht wenden im Verfassungsbeschwerdeverfahren, auch ohne anwaltlichen Beistand. Das wird in vielen Fällen auch so gehandhabt. Es ist sicherlich auch mit Blick auf die Anforderungen eines solchen Verfahrens. Es ist dann eben beispielsweise eine Betroffenheit in Grundrechten darzulegen. Das ist zu begründen. Das ist auf frühere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einzugehen. All dies mag es durchaus empfehlenswert erscheinen lassen.
eine Anwältin oder einen Anwalt zu mandatieren. Voraussetzung ist das nicht. Uns erreichen viele Verfassungsbeschwerden, die unmittelbar von den Beschwerdeführerinnen oder von den Beschwerdeführern beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden. Das Verfahren selbst beim Bundesverfassungsgericht löst keine Gebührenpflicht aus. Es kann in Fällen, in denen, das ist aber sehr, sehr selten der Fall, das Verfahren missbräuchlich verhängt wird, kann eine Missbrauchsgebühr erhoben werden. Aber das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist dann grundsätzlich gebührenfrei. Und auch die Zahlen der Verfahren zeigen ja auch einfach, dass der Zugang zum Bundesverfassungsgericht nicht schwierig ist, sondern dass das in breitem Umfang möglich ist. Wir haben jedes Jahr knapp 6.000 Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist eine Fallzahl, die wir in dieser Größenordnung seit vielen Jahren vorweisen können. Das ist doch eine ganze Menge. Das bedeutet jede Woche über 100. Und das zeigt, dass man sich dann doch sehr einfach an das Bundesverfassungsgericht auch wenden kann. Das ist auch gut so, denn das Bundesverfassungsgericht versteht sich eben auch als ein Bürgergericht. Und schaut das Bundesverfassungsgericht dann auch so ein bisschen weniger kritisch auf Beschwerden, wenn kein Anwalt mit dabei ist? Kritisch jetzt im Sinne von, also wie viel so gefordert wird, was jemand darlegt? Ja, also wir haben schon das Erfordernis, dass man in den Verfassungsbeschwerden begründet, warum man in Grundrechten verletzt ist. Uns erreichen viele Verfassungsbeschwerden, das ist auch menschlich völlig verständlich, in denen jemand nach Erschöpfung des Rechtswegs unzufrieden ist mit dem Ausgang, in denen aber die Ebene des Verfassungsrechts nicht erreicht wird, sondern in denen jemand sich auch weiterhin auf der Ebene des einfachen Rechts bewegt und sagt, er ist der Auffassung, die Entscheidung ist falsch. Menschlich sehr verständlich, aber zum Bundesverfassungsgericht kann man nur gehen, wenn man auch sich dann mit den verfassungsrechtlichen Fragen doch eingehend befasst. Da gibt es keinen in Stein gemeißelten Maßstab. Da muss man sich die Verfassungsbeschwerden im Einzelnen anschauen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer als Bürgergericht verstanden. Deshalb ist unser Bemühen nicht, den Zugang zu erschweren, sondern in der Tendenz, den Zugang zu erleichtern. Aber das bedeutet auch dann, wenn man ohne Anwalt kommt, nicht, dass man erwarten kann, dass das Bundesverfassungsgericht in diesen prozessualen Maßstäben gewissermaßen zwei Augen zudrückt. Okay. Also auf jeden Fall nicht zwei Augen zudrückt, das wäre sicherlich gut. Unser Ausgangspunkt war ja, dass nicht erst Bundesverfassungsgericht und EGMR sich mit der EMRK beschäftigen müssen, sondern auch schon die unteren Gerichte. Frau Rudolph, wenn Sie das so über die Jahre, Jahrzehnte betrachten, haben Sie da eine Entwicklung beobachten können? Klappt das mittlerweile besser? Hat es immer schon gut geklappt, die Anwendung der EMRK bei den unteren Gerichten? Also es ist schwer, das sozusagen durch die Bank weg zu sagen. Ja. Darüber gibt es keine Erkenntnisse. Ich denke, das, was wir beispielhaft sehen, ist durchaus, dass mehr Untergerichte sich auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention befassen. Ich denke, vielleicht mal als ein Beispiel, das Institut hat vor einigen Jahren zusammen mit der Anwaltschaft ein Projekt durchgeführt. Das nannte sich Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt. Und da ging es darum, die Anwaltschaft eben auch zu stärken, darin die Europäische Menschenrechtskonvention zu nutzen. Und die Änderung der Fachanwaltsordnung, die Sie, Herr Wessels, angesprochen haben, war ja auch sozusagen eine Folge dieses gemeinsamen Arbeitens. Gleichzeitig wurde dann aber doch uns von vielen Anwältinnen gespiegelt, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass, wenn sie das einbringen, die Europäische Menschenrechtskonvention, dass das für Richter und Richterinnen in ihrem Alltag oft diese überfordert, dass sie eher das Gefühl haben, naja, dann soll das vielleicht Karlsruhe entscheiden, wir gucken jetzt nur auf das Grundgesetz in der Auslegung mit dem, was wir kennen. Also da ist durchaus noch Luft nach oben.
Was wir aber auch beobachten, ist, dass es zunehmend strategische Prozessführung gibt. Das heißt, dass zivilgesellschaftliche Organisationen und Anwälte, Anwältinnen gemeinsam einen Fall aufgreifen, der exemplarisch ist und bei dem zum Beispiel dann auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte helfen könnte, um eine bestimmte Rechtsfrage zu lösen und dass das dann sozusagen durch die Instanzen getragen wird und damit gewissermaßen beispielhaft ein Fall geführt wird, der dann auch systemische Änderungen herbeiführen soll. Also Stichwort strategische Prozessführung. Ist das etwas, was Sie vermehrt beobachten sollen? Ja, schon. Also wir sind ja natürlich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen gut vernetzt und dort wird uns natürlich berichtet, wenn die Überlegung angestellt wird, dass man eine solche strategische Prozessführung betreiben will. Wir als Institut selber führen keine strategische Prozessführung durch, weil wir selber gar nicht die Befugnisse haben, Klagen einzubringen, sondern wir beteiligen uns dann an Verfahren, wenn wir von Gerichten um Stellungnahmen gebeten werden, wo wir dann zum Beispiel die menschenrechtliche Dimension erläutern. Mhm. Ein aktuelles Beispiel im Moment sind ja die Klimaklagen. Da gibt es welche, die liegen beim Bundesverfassungsgericht, auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da liegt jetzt eine, die auch sehr, sehr schnell diesen ersten Schritt, dass sie den beklagten Ländern, das ist unter anderem Deutschland, zugestellt worden ist. Die beim Bundesverfassungsgericht, die liegen da noch. Um auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, warum brauchen wir EMRK und EGMR überhaupt? Frau Rudolph, würden Sie sagen, das könnte ein Beispiel sein, dass es da zum einen schneller geht, zum anderen aber auch, dass man direkt so die Möglichkeit hat, etwas auf internationaler Ebene zu klären? Ob es schneller geht, das werden wir sehen, weil die Frage natürlich ist, inwieweit diese Beschwerde vom EGMR für zulässig angesehen wird. Ich glaube, es zeigt aber auf jeden Fall diese Beschwerde, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eine große Rolle spielt in der Wahrnehmung auch von der Bevölkerung und derjenigen, die darüber nachdenken, über strategische Klagen das Recht fortzuentwickeln. Wir haben ja gesehen, dass in den Niederlanden beispielsweise unter Berufung auf die Europäische Menschenrechtskonvention durchaus eine solche Klage erfolgreich gewesen ist. Und insofern ist nach meiner Einschätzung die Wahrnehmung, gerade weil es sich hier um eine Beschwerde handelt, die sich gegen viele Staaten richtet, die eben alle ihre eigenen Anteile an der Klimakatastrophe haben, muss man zu einem internationalen Gericht gehen, weil ein nationales Gericht sozusagen den eigenen Beitrag des eigenen Staates unter Umständen nicht richtig wahrnimmt. Dass das sozusagen ein Grund... Nicht richtig wahrnimmt, weil man zu subjektiv dann ist? Oder? Nein, sondern vielleicht sagt, weil er zu klein ist, der Anteil. Also das ist ja sozusagen, was wäre, wenn Deutschland die Klimaziele einhalten würde, dann wäre trotzdem noch der Klimawandel da und das könnte sozusagen jedes einzelne Gericht in einem einzelnen Staat sagen, sodass die Erwartung ist, wenn es also um gemeinschaftliche Verantwortung geht, dann müsste eben auch ein internationales Gericht darüber entscheiden. Und da, das ist sicherlich etwas dran an dieser Überlegung. Also einen umfassenden Blick darauf zu haben. Genau, dass man eben sagt, wir haben jetzt hier 32 Staaten, die insgesamt, jeder vielleicht in unterschiedlichem Umfang, aber zur Klimakatastrophe durch ihre Politik beitragen und deshalb diese Gesamtverantwortung auch vor einem europäischen Gericht verhandelt wird. Das ist, scheint mir die Erwartung. Und es ist sicherlich auch so, dass aufgrund der Entwicklungen, nämlich ich habe Niederlande genannt, dass das auch eine Chance ist für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, deutlich zu machen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention ein lebendiges Instrument ist. Der Gerichtshof hat ja schon in den 90er Jahren gewissermaßen das Recht auf eine saubere Umwelt in gewisser Weise als Menschenrecht anerkannt, als es um Umweltverschmutzungen ging, die nicht einmal gesundheitsschädlich gewesen sind für die Betroffenen. Insofern vielleicht auch die Hoffnung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schneller nach vorne schreitet als andere. Aber wie gesagt, es sind zunächst mal die Fragen der Zulässigkeit zu klären. Ja, selbstverständlich. Das werden wir abwarten müssen. Strategische Klagen, Sie hatten das angesprochen, da steht dann eine Organisation, eine Gesellschaft dahinter. Aber natürlich sind in der ersten Reihe normale, in Anführungsstrichen, Kläger. Aber ihre Klagen sind
vielleicht etwas besser vorbereitet, sie sind strategisch auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Wie wirken sich solche Klagen auf die Arbeit in den Gerichten aus? Was halten Sie von so einem Vorgehen? Macht das die Arbeit einfacher, weil vielleicht die Klagen besser vorbereitet sind, oder macht das gar keinen Unterschied? Vielleicht zunächst an Sie, Frau Seibert, vor. Also wir sehen das ja auch immer wieder, dass es solche strategischen Prozessführungen gibt. Ich mache eigentlich keinen großen Unterschied, muss ich sagen, zwischen den Fällen. Denn es geht in jedem einzelnen Fall um potenzielle Menschenrechtsverletzungen, und die werden standardisiert behandelt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir etwas hervorholen würden und schneller behandeln würden, deshalb, weil es strategisch wäre, sondern jede Beschwerde hat ihre eigene Bedeutung. Und natürlich kann das durchaus sein, dass dann auch das Interesse insgesamt etwas größer ist bei diesen Fragen. Wir haben im Moment zum Beispiel Beschwerden anhängig zur Auslandsüberwachung, wo das sicherlich auch eine Rolle spielt, wo es eben nicht nur darum geht, um Einzelfälle, sondern tatsächlich um eine ganz große Anzahl von potenziell Betroffenen. Und da können solche Beschwerden natürlich Klärungen auch herbeiführen für eine Vielzahl anderer Fälle. Die Überwachung von ausländischen Journalisten durch den deutschen Bundesnachrichtendienst, das war auch ein Thema bei Ihnen beim Bundesverfassungsgericht, Herr Hamert, wo auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte dahinter stand und diese Klage unterstützt hat. Wie sehen Sie das? Macht das, wie wirken sich solche Klagen bei Ihnen aus? Auf Ihre Arbeit, meine ich. Ich sehe das wie Frau Seibert vor. Es gibt keinen rechtlichen Maßstab dafür zu sagen, solche Klagen werden besser behandelt oder solche Klagen werden schlechter behandelt. Zunächst einmal ist es so, dass es vor dem Bundesverfassungsgericht keine Verbandsklagebefugnis oder derartiges gibt. Eine Verfassungsbeschwerde kann nur erheben, wer in eigenen Grundrechten verletzt zu werden behauptet. Was sich im Hintergrund abspielt, ob es da vielleicht irgendein Verband gibt, eine Organisation, die versucht, jemandem behilflich zu sein. Das begründet keine verfassungsrechtliche Position, das nimmt auch keine verfassungsrechtliche Position. In solchen Fällen strategischer Prozessführung mag es sein, dass besonders gelungene Beschwerdeschriften das Bundesverfassungsgericht erreichen. Das kann in vielen anderen Fällen auch der Fall sein. Strategische Prozessführung ist ja auch kein fester Terminus. Darunter lässt sich eine Vielzahl von Konstellationen erfassen. Herr Wessels könnte Ihnen erklären, dass es die Aufgabe einer Anwältin oder eines Anwalts ist, nach Möglichkeit den Prozess auch so zu führen, dass die Mandantin, der Mandant bestmögliche Chance auf Verwirklichung seiner Rechte hat, dass der sicherste Weg, der aussichtsreichste Weg zur Erreichung der Rechtsschutzziele beschritten werden soll. Und das Bundesverfassungsgericht benachteiligt niemanden und privilegiert niemanden, weil er Teil einer strategischen Prozessführung ist oder auch nicht. Herr Wessels, jetzt sind Sie einmal direkt angesprochen worden, aber überhaupt haben wir jetzt auch immer mal wieder die Rolle der Anwälte auch getippt, vor allem wenn es darum geht, dass man ja auch ohne Anwalt vor das Bundesverfassungsgericht oder den EGMR kann. Sehen Sie das auch so? Sollte man das machen? Sollte man sich darauf verlassen? Also, da muss ich natürlich schon aus der anwaltlichen Perspektive sagen, es kann durchaus große Vorteile haben, anwaltlich vertreten zu sein. Gerade wenn es um Fragen auch der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde geht. Professor Habert hat das angesprochen, die Darlegung der Grundrechtsverletzung. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Themen schon im Rahmen der fachgerichtlichen Entscheidungen angesprochen werden, damit sich entweder die Fachgerichte damit schon auseinandersetzen und möglicherweise die Grundrechtsverletzung auch sehen oder in bestimmten Fällen auch an das Bundesverfassungsgericht vorlegen. Das ist Realisierung des Rechtsschutzes schon auf der Fachgerichtsebene. Und da mag der Anwalt, davon bin ich fest überzeugt, helfen, weil er diese Thematik dann schon herausarbeitet.
Und das ist sicher auch ein bisschen das Problem, dass das Bundesverfassungsgericht dann hat, wenn die Verfassungsbeschwerde ohne anwaltliche Unterstützung vorgetragen wird. Ich bin mir sicher, dass es da jetzt keine Differenzierung, die Verfassungsbeschwerde, sagen wir mal, der minderen oder der besseren Art gibt. Also da bin ich ganz bei Professor Habert und vertraue auf das Bundesverfassungsgericht. Aber die Vorbereitung und die Herausarbeitung der Grundrechtsverletzung, ich glaube, das kann durch einen Anwalt, eine Anwältin deutlich präziser, substanziierter geschehen. Auch mit der Folge, und das ist auch eine Funktion, die wir haben, dass ein Bundesverfassungsgericht dann vielleicht auch schneller entscheiden kann, weil es den Kern sieht und sieht, ist das etwas, was wir schon entschieden haben, sodass darauf verwiesen werden kann und deswegen möglicherweise die Verfassungsbeschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat, oder etwas ist, wo tatsächlich eine Fortentwicklung ansteht und sich das Bundesverfassungsgericht damit auch als Senat befassen muss. Also deswegen bin ich schon von Berufswegen natürlich der Überzeugung, dass es sehr hilfreich ist, wenn eine Anwältin oder Anwalt das Verfahren begleitet. Aber positiv ist, und das ist auch ein wichtiges Element unseres Rechtsstaates, dass es eben auch ohne einen Anwalt geht und dass die Rechtsdurchsetzung möglich ist. Und da müssen wir sagen, sind wir einfach in Deutschland auch privilegiert. Wir haben ja bei der Bundesrechtsanwaltskammer auch eine große internationale Abteilung, arbeiten mit vielen ausländischen Rechtsanwaltsorganisationen zusammen. Und da ist es eben auch das Bestreben, deutlich zu machen, was Rechtsstaat bedeutet für den Mandanten. Der Rechtsstaat ist nicht für uns Anwälte da. Der Rechtsstaat ist für die Mandanten da, um deren Rechte durchzusetzen. Und wenn man dann die Europäische Menschenrechtskonvention sieht, dann ist das, wie ich zu Beginn schon mal gesagt habe, ein Schutzschild. Und dieses Schutzschild ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so wichtig, weil wir sehr gut rechtsstaatlich aufgestellt sind. Aber in anderen Ländern ist dieser rechtsstaatliche Prozess noch in der Entwicklung. Und da kann natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention helfen und Entscheidungen des Gerichtshofs. Um an der Stelle direkt auf eine Frage aus dem Publikum zu kommen, die an Sie gerichtet, Herr Wessels. In Deutschland werden EGMR-Verfahren meist von den Verfahrensvertretern geführt, die das nationale zivil- oder strafrechtliche Verfahren geführt haben. In einigen anderen Staaten gibt es da auf Menschenrechte spezialisierte Anwälte. Brauchen wir diese mehr Spezialisierung auch in der deutschen Anwaltschaft? Also ganz grundsätzlich, die Spezialisierung in der deutschen Anwaltschaft ist sehr weit vorangeschritten. Das sieht man in der großen Anzahl der Fachanwaltschaften, die durch die Satzungsversammlung begründet worden ist. Und es wird immer wieder diskutiert, ob es auch neue Fachanwälte geben soll. Die Schwierigkeit ist natürlich, je weiter man das Thema eingrenzt, desto schwieriger ist es, dafür eine eigene Fachanwaltschaft zu konstituieren und Kolleginnen und Kollegen zu finden, die gerade diesen Bereich speziell bearbeiten. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass die Spezialisierung voranschreitet. Und das gilt also auch für Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Professor Habert wird das bestätigen. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die dort sehr aktiv sind, weil sie eben ausgeprägte Verfassungsrechtler sind und damit auch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts kennen. Dasselbe gilt für die lange Entwicklung auch der Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofes. Wenn Sie da einfach mal einsteigen und sagen, naja, ich versuche das mal, dann mag es gut gehen. Und es gibt, wir sind sicher von unserer Ausbildung her auch in der Lage, uns mit einer neuen Rechtsmaterie auseinanderzusetzen und das auch auf den Punkt zu bringen. Aber eine Spezialisierung kann den Mandanten durchaus helfen. Und ich persönlich empfehle dann auch immer, sich selbst kritisch zu hinterfragen, ob man in dem Bereich so gut ist, dass man wirklich sagen kann, man kann dem Mandanten zur Durchsetzung seiner Rechte verhelfen. Oder was ich dann empfehle, dann zu einem Spezialisten zu gehen, zu einer Spezialistin,
die sich mit der Thematik schon intensiv befasst hat. Und das ist dann das, was ich unter einer positiven Rechtsdurchsetzung und einer positiven Mandantenbetreuung verstehe. Mhm. Vielen Dank. Ich möchte noch eine weitere Frage aus dem Publikum aufgreifen. Die ist an Sie gerichtet, Frau Rudolph, und an die Rolle der Zivilgesellschaft, aber eben auch der Menschenrechtsorganisationen, wo Sie auch einer vorstehen. Sie hatten eben ja schon angesprochen, es gibt die Möglichkeit, innerhalb einer strategischen Prozessführung eine Rolle einzunehmen, solche Klagen zu unterstützen. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten? Welche weiteren Rollen kommen diesen Institutionen zu? Und könnte man ihre Rolle noch weiter stärken? Und auch bei der später, also es ist ja dann der zweite Schritt, wenn es um die Umsetzung von EGMR-Urteilen geht, könnten Sie da auch noch eine Rolle spielen? Also eine Reihe von Fragen. Fangen wir mit der allerersten an. Wo können Menschenrechtsinstitutionen und auch die Zivilgesellschaft noch eine weitere Rolle spielen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass zivilgesellschaftliche Organisationen auch Beschwerdeführer, Kläger, Klägerinnen durch das Verfahren hinweg begleiten. Also solche Prozesse können ja auch sehr belastend sein. Stellen Sie sich vor, es geht um eine Entlassung oder gar ein Strafverfahren oder es geht um ein Verfahren, wo Sie Opfer einer Straftat geworden sind und der Täter nicht verurteilt wird. All das sind Situationen, in denen Betroffene Unterstützung brauchen für den langen Atem durch den Rechtsweg. Also das ist eine Rolle, die gerade auch zivilgesellschaftliche Organisationen ausfüllen. Zum EGMR selber ist natürlich so, also jenseits der strategischen Prozessführung, die eben manche zivilgesellschaftliche Organisation betreibt, besteht auch die Möglichkeit, bei dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte den Antrag zu stellen, eine sogenannte Drittintervention zu machen. Das heißt, eine Stellungnahme, mit der man eine besondere Fachlichkeit zum Ausdruck bringt, bestimmte besondere Erfahrungen, besonderes Wissen teilt. Darüber entscheidet dann der Gerichtshof. Das können zivilgesellschaftliche Organisationen, das können auch nationale Menschenrechtsinstitutionen wie das Institut. Wir tun das ganz oft im Konzert mit unseren Schwesterinstitutionen, im europäischen Netzwerk der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Und wir haben, das Thema ist ja auch angesprochen worden, Frage der Überwachung des Internets. Wir haben zum Beispiel eine solche Stellungnahme abgegeben in dem Fall Big Brother Watch, der jetzt vor der Großen Kammer ist. Das sind also Möglichkeiten, in denen wir als nationale Menschenrechtsinstitutionen einerseits das helfen können, dem EGMR in der Rechtsvergleichung, also sagen, was sind denn die Regelungen in unseren jeweiligen Staaten. Wir bringen aber auch unser Verständnis der Probleme ein und unter Umständen eben auch noch international rechtliche Menschenrechte, also UN-Menschenrechtsverträge und deren Bedeutung. Ich möchte da gerade einmal weitergeben an Frau Seibert vor, wie sehr helfen Ihnen solche Stellungnahmen? Ja, ich denke, das Ganze ist natürlich vor dem Hintergrund der EMRK zu sehen, die das ja bewusst angelegt hat in Artikel 36 Absatz 2, wonach eben der Gerichtshof nicht nur die Staaten einladen kann, Stellungnahmen abzugeben, sondern eben auch Parteien, also Personen, die nicht beteiligt sind. Und da, wie Frau Rudolph gesagt hat, wird davon eben auch Gebrauch gemacht. Es handelt sich hierbei so um eine Art Freund des Gerichtshofs, also Amicus Curiae. Hier geht es nicht darum, uns eine eigene Einschätzung darüber zu geben, ob die Beschwerde jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob eine Verletzung vorliegt, sondern vielmehr um Sachwissen, besonderen Sachverstand mit einzubringen in diese Verfahren. Teilweise sind die ja doch so sehr, sehr komplex. Also nehmen wir zum Beispiel Bezug auf das BND-Verfahren vom Bundesverfassungsgericht. Dort hat sich ja gezeigt, dass es eine sehr, sehr umfangreiche Anhörung auch gab in Bezug auf Sachverständige. Und auch das ist was uns natürlich immer wieder hilft bei unseren Sachentscheidungen, wenn wir den Hintergrund kennen. Frau Rudolph hat jetzt zum Beispiel gesagt, Rechtsvergleichung kann von Bedeutung sein, dass wenn wir das nicht bekommen über die Drittparteiintervention, haben wir eigene Möglichkeiten, diese Expertise eben auch anzufordern.
Wir haben vorhin von der Zusammenarbeit der obersten Gerichte gesprochen. Es gibt ein Superior Court Network, dem mittlerweile auch das Bundesverfassungsgericht angehört, worüber wir im Prinzip häufig Anfragen stellen zu bestimmten Rechtsfragen, um zu evaluieren, wie werden diese besonderen Rechtsprobleme in den 47 Vertragsstaaten geregelt, um im Prinzip so einen breiteren Kontext zu haben für unsere Entscheidungsfindung. Und wie gesagt, wird das entweder teilweise vom Gericht selbst gemacht, aber eben auch teilweise dann über diese Drittpartei-Intervention. Also wie gesagt, wenn es darum geht, um besonderen Sachverstand einzubringen, ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und gerade in solchen großen Verfahren, wo es um sehr, sehr komplexe Sachverhalte geht, kann das durchaus sehr sachdienlich sein. Und ein ähnliches Instrument gibt es ja auch beim Bundesverfassungsgericht. Auch da haben Sie schon mal eine Stellungnahme abgegeben, richtig? Ja, das Bundesverfassungsgericht fragt uns gelegentlich an zu unserer, wie es auch andere Organisationen anfragt. Und wir würden dann eben bei solchen Anfragen eben spezifische menschenrechtliche Einsichten teilen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir nochmal bestimmte Funktionen haben, zum Beispiel als Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, aber eben auch darüber hinaus. Und das, finde ich, ist eine, also für uns eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil das Verfassungsgericht, wenn es uns anfragt, eben auch nochmal zum Ausdruck bringt, dass es genau diese menschenrechtliche Perspektive noch hören möchte, um sich dann eben in seiner Entscheidung der gesamten Erwägungen, die es braucht, bedienen zu können. Herr Habert, das heißt, bei Ihnen läuft das dann auch so, Sie gucken gezielt, wen Sie anfragen für so eine Stellungnahme? Ja, so ist das. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz gestattet in Paragraph 27a die Einschaltung sogenannter sachverständiger Dritter. Von dieser Möglichkeit macht das Bundesverfassungsgericht in sehr vielen Fällen sehr umfangreich Gebrauch. Es ist für uns wichtig, weil uns dieses Instrument die Möglichkeit verschafft, noch einmal weitere Informationen zu erlangen, die für die Entscheidungsfindung des Gerichts wichtig sind. Das kann sein, dass das das Deutsche Institut für Menschenrechte ist. Das kann sein, dass das die Gewerkschaften sind. Das kann sein, dass das die Arbeitgeberverbände sind. Das können Unternehmen sein. Das können Experten aus der Wissenschaft sein. Das kann ganz breit gefächert sein. Für uns ist es typischerweise wichtig, dass dann auch in der Zusammensetzung der Sachverständigen Dritten eine Ausgewogenheit erzielt wird, dass unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden können, damit wirklich auch alle Facetten des zu entscheidenden Falles ausgeleuchtet werden können. Das kann auch durchaus mal rechtliche Fragen berühren. Es berührt in allererster Linie nicht rechtliche Fragen, also sehr ähnlich wie Frau Seibert vor das eben skizziert hat für den EGMR. Wenn Sie sich beispielsweise an die Entscheidung zum BND-Gesetz erinnern, da ist es für das Bundesverfassungsgericht besonders wichtig, sich noch einmal Informationen zu den technischen Abläufen zu verschaffen, mit Technikern, mit Expertinnen und Experten dazu zu sprechen, um sicher zu sein, dass man auch eben in der technischen Dimension dem Fall die richtigen Annahmen zugrunde legt. Oder wenn Sie an die Entscheidung zu den Hartz-IV-Sanktionen denken, da war es für uns wichtig, auch nochmal ein lebensnahes Bild der Praxis in den Jobcentern zu erlangen. Wie wirken sich Sanktionen in der Praxis aus? Wie wirken sie sich auf Betriebe aus? Was meinen karitative Einrichtungen dazu? Das gibt uns einfach nochmal die Möglichkeit, viele Informationen zu erhalten, die für die Entscheidungsfindung dann wichtig sind. Da geht es auch nicht nach dem Grundsatz, wer am lautesten ruft, wird vom Bundesverfassungsgericht dann eingeladen, sondern das überlegen wir uns im Vorfeld ganz genau, wer verfügt über die spezifische Expertise, auf die wir dann noch einmal abzielen.
Also das ist eine Rolle, die Menschenrechtsorganisationen während des Gerichtsverfahrens übernehmen können. Wie ist es, wenn es um die Umsetzung von EGMR-Urteilen geht? Können Sie da auch eine Rolle spielen oder würden Sie sich wünschen, eine größere Rolle zu spielen? Also die Umsetzung der Urteile des EGMR wird ja überwacht durch das Ministerkomitee des Europarats. Und es gibt ein spezifisches Verfahren. Die Staaten müssen berichten, sie müssen Aktionspläne vorlegen, wie sie das Urteil umsetzen wollen. Und dabei können sowohl zivilgesellschaftliche Organisationen wie auch nationale Menschenrechtsinstitutionen ihre Einschätzung abgeben. Das heißt, sie können eben sagen, ob der Staat aus ihrer Sicht das Urteil hinreichend umgesetzt hat oder wo aus ihrer Sicht noch Lücken bestehen. Die große Schwierigkeit aus unserer Perspektive liegt darin, dass das Ministerkomitee sehr zurückhaltend ist, wie es dann die Staaten rügt, die die Urteile noch nicht umgesetzt haben. Da ist sicherlich noch Luft nach oben und es wird gegenwärtig im Rahmen des Europarats eine Resolution oder Empfehlung zu nationalen Menschenrechtsinstitutionen erarbeitet, die auch nochmal, so hoffen wir jedenfalls, die besondere Rolle, die wir als staatlich geschaffene, unabhängige Institutionen innerstaatlich haben, eben auch in diesem Verfahren abbildet, weil es letztlich darum gehen muss. Also im Europarat wird überwacht, aber national muss die Umsetzung geschehen. Das heißt, es braucht auch starke nationale Akteure, die eben den Gesetzgeber oder die Verwaltung dazu bringen, die Umsetzung eben vollständig sicherzustellen. Ich habe jetzt noch eine sehr spezielle Frage aus dem Publikum und zwei allgemeine. Fangen wir mit der speziellen an. Ich denke, die richtet sich am besten an Sie, Frau Seibert, vor. Und zwar hat der EGMR ja in den vergangenen Jahren seine Bemühungen verstärkt, Beschwerden durch gütliche Einigungen beizulegen, also darauf abzuzielen, dass die Parteien einen Vergleich schließen. Vielleicht sagen Sie einmal, was ist so der Hintergedanke da? Was ist der Hintergrund? Warum hat man da nochmal so ein Verfahren eingeführt, so ein Instrument? Und wie bewerten Sie das? Ist es eine positive Entwicklung oder sehen Sie da auch Gefahren? Vielleicht wäre das auch eine Frage nochmal an Sie, Frau Rudolph. Aber erstmal zu diesem eigentlichen Instrument und den Hintergründen, Frau Seibert, vor. Ja, die Änderung besteht eigentlich nicht darin in der Einführung dieser gütlichen Einigung, sondern eher darin, dass man das abgeschichtet hat vom streitigen Verfahren, sodass man zunächst erstmal in vielen Fällen erstmal die Möglichkeit einräumt für eine gütliche Einigung, die ja nicht von vornherein ausgeschlossen sein sollte und die ja unter Umständen auch zu einer Lösung beitragen kann, auch im Interesse einer schnellen Lösung unter Umständen. Das eignet sich allerdings nicht unbedingt für alle Fälle und wir akzeptieren auch nicht jede Form von gütlicher Einigung. Es gibt verschiedene Fälle, wo wesentliche Rechtsfragen im Vordergrund stehen und wo man nicht sagen kann, dass diese Fragen jetzt gelöst sind durch eine Zahlung einer bestimmten Summe oder einer Anerkennung. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt immer wieder auch Staaten, die dann eben pauschal nur sagen, wir erkennen eine Menschenrechtsverletzung an. Und man sucht vergebens danach, wo die Menschenrechtsverletzung, worin sie bestehen sollte. Also ich denke, solche gütlichen Einigungen sind eher von weniger großer Bedeutung und die können wir schlechter akzeptieren, als wenn der Staat sich tatsächlich darauf einlässt, auf diese Beschwerde und dann versucht, Abhilfe zu schaffen in der einen oder anderen Art und Weise. Dadurch, dass wir eben es mit so vielen verschiedenen Fällen zu tun haben, können wir nicht von vornherein sagen, dass gütliche Einigungen gut oder schlecht sind. Ich glaube, es kommt immer auf den jeweiligen Fall an. Und dieses Abschichten des Verfahrens, das zu trennen, was Sie eingangs gesagt haben, warum hat man das gemacht? Es ging einfach darum, erstmal den möglichen Raum zu geben, tatsächlich auch wirklich auf eine gütliche Einigung
einzuwirken, denn ansonsten fing die der Fristbeginn war dann gleichzeitig auch schon für die Einreichung der Schriftsätze, sodass man dann unter Umständen gezwungen war, von Parteiseite sich auch schon diesem streitigen Verfahren zu widmen in dieser Phase, sodass man dann gesagt hat, es ist vielleicht besser, wenn man zunächst erstmal diese Phase einführt, um die Möglichkeit zu geben, einer gütlichen Einigung. Wie gesagt, es ist nicht in allen Fällen so. Und dann, wenn eine solche Einigung scheitert, dann ins streitige Verfahren überzugehen. Aber ist das Ziel auch mehr Einigungen, um mit der großen Zahl an Beschwerden, die ja beim EGMR liegen, überhaupt noch klarzukommen? Naja, also ich meine, in Deutschland haben wir da sicherlich keine Probleme. Wir haben insgesamt, ich glaube, 550 Anhängeverfahren. Schauen Sie sich an, wie das mit Russland ist. Wir haben insgesamt vor dem EGMR im Moment über 62.000 anhängige Verfahren. Davon sind Russland allein 14.000 russische Fälle. Sie können sich vorstellen, dass das eine große Belastung auch für den Gerichtshof darstellt. Da kann es durchaus unter Umständen von Vorteil sein, wenn der Staat sich mit den Beschwerdeführern einigt und dann eben auch effektiv Abhilfe schafft. Also es bedeutet nicht um es geht nicht um die Ruhigstellung von Beschwerdeführern, sondern es geht darum, dass der Staat die Möglichkeit haben soll, sich noch einmal mit dieser Sache auseinanderzusetzen und Abhilfe zu schaffen. Und insofern kann man das natürlich in diesem Kontext sehen. Aber wie gesagt, nicht alle Friendly Settlements werden von uns auch akzeptiert als solche. Dann noch eine allgemeinere Frage an Sie, Frau Rudolph, von Nina Nordström, Botschafterin und ständige Vertreterin Finnlands beim Europarat. Sie fragt, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen der EMRK und weiteren Bemühungen für den Rechtsstaat in Europa? Sollte der Europarat da noch besser oder vielleicht auch anders tätig werden? Ja, zunächst mal ist aus meiner Sicht die EMRK die Grundlage für die Stärkung des Rechtsstaats in Europa, weil eben Menschenrechte und Rechtsstaat untrennbar miteinander verbunden sind. Menschenrechte sind der materielle Gehalt des Rechtsstaats und insofern sind sie der Maßstab für das, was der Europarat tut. Ich glaube, vielleicht nochmal hier in Deutschland nicht so, nicht in gleicher Weise bekannt ist, die Venedig-Kommission des Europarats, die ja auch wichtige Arbeit leistet, indem sie eben zu Verfassungsänderungen, zu verfassungsrechtlichen Fragen Gutachten abgibt und dabei sich eben auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention bezieht. Das ist ein wichtiges Instrument. Zugleich braucht es aber, das sehen wir angesichts der Bedrohungen des Rechtsstaates in einigen Staaten der Europäischen Union insbesondere, aber auch in Staaten, in denen die Unabhängigkeit der Gerichte schon lange ein Problem ist, sehen wir die Notwendigkeit, dass stärker hingeschaut wird, dass also etwa bei den Überprüfungsverfahren, die der Europarat zur Verfügung hat, Rechtsstaat eine wichtige Rolle spielen muss. Aber letztlich, glaube ich, wird es auch hier darauf ankommen, dass der Europarat innerstaatliche Akteure stärkt. Also auch hier wieder Stärkung sowohl der staatlichen Akteure, also unabhängiger Gerichte, als auch nichtstaatlicher Akteure, also Sicherung etwa der Anwaltschaft, Stärkung der Zivilgesellschaft, Stärkung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen, damit es im Land Akteure gibt, die sich mit starker Stimme für die Menschenrechte einsetzen können. Denn letztlich ist die internationale Kontrolle immer nur die letzte Instanz. Wir brauchen aber innerstaatlich die Debatten und letztlich auch die Entwicklung von Überzeugungen dafür, dass der Rechtsstaat, dass die Menschenrechte für uns alle unverzichtbar sind. Mhm. Dass der in der schweizerischen Initiative gegen die Gegner der Initiative zum Austritt aus der EMRK haben den schönen Satz geprägt: Die Menschenrechte schützen uns, schützen wir sie. Ich glaube, das ist der Aufruf, der für alle besteht und der eben insbesondere innerstaatlich starke Akteure braucht. Zum Abschluss eine letzte Frage aus dem Publikum an Sie alle. Wo liegen die größten Herausforderungen für den Menschenrechtsschutz in den kommenden Jahren und Jahrzehnten? Herr Wessels, mögen Sie beginnen? Ich glaube, Frau Rudolph hat gerade den Kern da schon angesprochen. Wir haben leider eine Situation in der Welt, die durch viele kriegerische Auseinandersetzungen geprägt ist.
und wo wir die Menschenwürde nicht immer achten können, sie nicht geachtet wird. Und der Umgang mit den Flüchtlingen, mit Asylsuchenden, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Und insofern wäre es natürlich sehr positiv, wenn man das, was hinter der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, nämlich die Sicherung der Demokratie, die Sicherung des Rechtsstaates, das hat Frau Rudolph gerade auch angesprochen, wenn man das weiter umsetzen kann und positiv gestalten kann, weil das wiederum aus meiner Sicht dazu führt, dass dann die Verletzung von Menschenrechten und der Menschenwürde zurückgedrängt wird. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung aller Staaten, die sich dieser Konvention angeschlossen haben und aber auch aller Staaten, die wie Deutschland auch über ein sehr gutes rechtsstaatliches System verfügen, dass wir auch versuchen, das positiv weiter zu transportieren. Das geht eben nur im internationalen Kontext und das geht auch nur, da kann ich Frau Rudolph auch nur beipflichten, wenn dann die Institutionen gestärkt werden, die dafür Sorge tragen. Dazu gehört der gesamte, ich nenne es jetzt mal Justizapparat, nämlich die Gerichte, Staatsanwaltschaften, die Unabhängigkeit, aber vor allen Dingen eben auch die Unabhängigkeit der Anwaltschaft. Herr Habert, was möchten Sie darauf antworten, auf die Frage nach den größten Herausforderungen? Ja, wir leben in einer Welt, in der große Teile von den Ideen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit noch immer nicht erreicht sind. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht nachlassen, für diese Ideen zu werben, in der Hoffnung, dass wir eines Tages Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf der gesamten Welt haben werden. Und wir sind auch gefordert, diese Ideen dort zu verteidigen, wo sie zwar umgesetzt sind, wo sie aber immer wieder angegriffen werden. Es ist im Grunde die Tradition von jahrhundertelanger Aufklärungsgeschichte. Das Ziel ist gewesen, das Individuum soll sein Leben selbstbestimmt führen können. Dafür ist es wichtig, dass wir Demokratie haben, damit die Staatsgewalt, wie das Grundgesetz formuliert, vom Volke ausgeht. Dafür ist es aber auch wichtig, dass wir Rechtsstaatlichkeit haben. Denn nur dort, wo Rechtsstaatlichkeit ist, können Freiräume entstehen, in denen Individuen dann Freiheit zur Entfaltung bringen können. Demokratie ist sehr wichtig, aber Demokratie kann auch nicht bedeuten, dass die Mehrheit alles tun darf. Und deshalb ist es dieses Zusammenspiel von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, das letztlich dem Individuum ein selbstverantwortetes Leben ermöglicht. Und deshalb sind wir auch in unserer Generation meines Erachtens sehr gefordert, diese Zusammenhänge immer wieder zu erklären, es nicht als selbstverständlich anzusehen, dass sie verstanden werden, sondern immer wieder sie zu erklären und für sie zu werben. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann kann das, was vorangegangene Generationen nach leidvoller Erfahrung entwickelt haben, wieder sehr schnell verloren gehen. Frau Seibert-Vohr, wo sehen Sie die größten Herausforderungen? Ich sehe eigentlich die höchste Herausforderung in der Verteidigung des Wertekonsenses, den wir im Europarat erzielt haben durch die Verabschiedung der EMRK vor 70 Jahren. Das war damals ein Meilenstein. Ich glaube, wir hatten Zeiten, wo diese Verteidigung des Wertekonsenses leichter vielleicht auch war. Denken Sie an an den Mauerfall, an die Osterweiterung. Damals war man sehr, sehr offen gegenüber der EMRK. Ich glaube, die letzten Jahre haben immer wieder gezeigt, dass die EMRK in Frage gestellt wird, dass dieser Wertekonsens eben auch in Frage gestellt wird. Und da sehe ich im Prinzip die höchste Herausforderung, nicht unbedingt jetzt in Deutschland, sondern ich denke, in Gemeinschaft mit anderen Staaten diesen Wertekonsens weiter hochzuhalten
und auf deren Einhaltung zu pochen. Dazu spielt, das bedeutet eben auch, dass wir die Institutionen stärken müssen, die sich diesen Wertekonsens erhalten, nämlich insbesondere eben auch unabhängige Gerichte. Frau Rudolph, möchten Sie ergänzen? Ich würde einfach unterstreichen, was jetzt alle drei VorrednerInnen gesagt haben, nämlich, dass es darum geht, die Herausforderung ist, Menschenrechte immer wieder zu bekräftigen. Sie sind nicht selbstverständlich. Wir müssen sie immer wieder erkämpfen. Wir müssen immer wieder die Überzeugung wecken, dass Menschenrechte etwas sind, was, wie das Grundgesetz es sagt, eben die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft sind. Und wir müssen uns deshalb mit aller Klarheit gegen alle Bestrebungen richten, die die Menschenrechte als universelle Rechte in Frage stellen, die die gleiche Würde aller Menschen in Frage stellen oder gar leugnen, weil die Forderung danach, nur bestimmte Teile der Bevölkerung ihnen nur Rechte zu geben, die Desolidarisierung der Gesellschaft ist. Die Menschenrechte machen eben deutlich, die Minderheit genauso wie die Mehrheit haben Rechte. Es gibt Verfahren, um diese Rechte zu schützen, aber wir alle müssen miteinander solidarisch sein, gerade für die Schwächsten in unserer Gesellschaft eintreten, diejenigen, die am wenigsten gehört werden, die am wenigsten ihre Rechte selbst verteidigen können. Dafür sind wir alle auch aufgerufen, uns einzusetzen, denn letztlich ohne Menschenrechte für einige sind die Menschenrechte für niemanden gewährleistet. Vielen Dank. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, auch für die vielen interessanten Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind. Und damit verabschiede ich Sie zunächst in die Mittagspause. Hier geht es weiter um 15.30 Uhr mit einer Einführung von Außenminister Heiko Maas und anschließend einer weiteren, sicherlich sehr spannenden Diskussionsrunde. Ich bin ein Berliner. Mr. Gorbachev, open this gate. Tear down this wall. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.